So, herzlich willkommen zu irgendwas mit Star Wars, bis der Film anfängt. Bis der neue Film anfängt. Mit dem kleinen vollen Titel, ich vergesse noch, wie der heißt. Das Erwachen der Macht, / Force Awakens. Oh, für mich heißt der ja Eine neue Hoffnung, Teil 2. Aber setzen Sie nicht so Flausen in den Kopf, sonst kriegen wir da jetzt auch noch hier, wie bei Die Tribute von Panem oder Harry Potter, so Episode 6, Teil 1. Und so weiter und so fort. Wie ihr auch seid, es ist so ein kleiner Countdown unsererseits geplant. Wir hatten es angedroht, irgendwann mal, glaube ich, sogar on air, wie wir das so oft machen, aber dieses Mal ziehen wir es sogar durch. Das ist tatsächlich so. Wir laden jeden Tag, bis der Film anfängt, eine neue Folge hoch. Eine kleine Folge, die sich mit irgendwas beschäftigt, was mit Star Wars zu tun hat. Viel mit alten, seltsamen Videospielen, die wir so machen, aber auch Comics, Bücher und Videospiele sind, denke ich mal, so unsere Hauptkategorien. Also im Prinzip das, was man beim restlichen Content unseres Channels eigentlich auch erwarten konnte. Vielleicht halte ich auch meine R2-D2 Eier wohl ins Bild. Oh Gott. Aber wir werden sehen. Und heute ist es quasi die Intro-Sendung. Genau. Fände ich es ganz schön, dass wir es eben mal darstellen. Wir hatten ja mal irgendwie unsere ersten Male in Comics in unserem Special. Und jetzt können wir auch sozusagen machen, was waren unsere ersten Begegnungen mit Star Wars, was bedeutet uns Star Wars und so weiter und so fort. Ich muss gestehen, ich kann das bei Star Wars im Gegensatz zu Comics gar nicht an so einem klaren Moment festmachen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe, als ich so und so war, das erste Mal den Film gesehen. Ich bin zum Glück alt genug, um alle Filme im Kino gesehen zu haben, mit der Einschränkung natürlich, dass es bei den alten, also bei den Originalteilen, diese remasterten Version kam, die also war die dann auch im Kino. Edition, die Special Edition wirst du im Kino gesehen. Die dann nochmal im Kino lief, aber immerhin hatte ich so die Möglichkeit, alle zu gucken. Vielleicht ist so eine ganz gute Gretchenfrage zur Einleitung. Generell, ich meine, unter Star Wars Fans ist es ja so im Prinzip, glaube ich, so die Frage, wie stehst du zu den neuen Teilen? Also jetzt nicht dem angekündigten, da kommen wir vielleicht ja dann auch noch zu, aber wie stehst du generell zu den, genau. Das, Celi beantwortet die Frage, also Celi ist von der Fraktion. Der neue Teil ist doch noch gar nicht rausgekommen. Es gibt genau drei Teile. Ich muss ja sagen, also es ist keine Diskussion, dass die Originaltrilogie ungefähr hier ist und nicht annähernd erreicht worden ist von den drei Prequel-Teilen. Mhm. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, ich finde den ersten Teil gar nicht so übel, trotz Jar Jar Binks. Ich finde tatsächlich, je näher es zu dem kommt, was ich so gut finde, also je näher es an die Originalteile kommt, desto mehr stört es mich. Also mich haben damals so Änderungen wie die Midi-Chlorianer und so gar nicht so krass gestört, aber je mehr ich die Figur als Darth Vaders, also ne, quasi sehe, wie sie von Anakin, also ne, je geringer die Zeitspanne wird, da hat es mich am meisten gestört, am Anfang war das doch, das ist jetzt so ein Star Wars Film, der spielt irgendwo, das hat mit den Originalteilen nicht so viel zu tun. Darth Maul fand ich cool, ich fand Qui-Gon Jinn eigentlich ganz cool. Und je näher es an die Originalteile kam, das soll das sein, worauf es hinausläuft. Das fand ich so ein bisschen. Können wir so quasi als Dauerdiskussion unter allen Countern runterziehen. Ja, das ist natürlich das Thema. Ich habe sogar den Clone Wars-Film im Kino geguckt. Im Kino habe ich ihn nicht gesehen. Clone Wars waren halt die besseren Prequels, wenn man das so sagen kann. Meinst du jetzt die Serie oder diese Serie und Film? Separatfilme. Die fand ich ganz gut. Fand ich alles irgendwie ziemlich gut. Ich wollte es dann im Gegensatz zu dir doch so ein bisschen hier so Onkel Celis Geschichtenhütte erzählen. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil sowas erinnert mich. Ich kann mich nicht erinnern, wenn Leute Geburtstag haben oder irgendwelche Jubiläen, aber sowas kann ich mich tödlich gut erinnern. Und zwar hatte ich meine erste Begegnung mit Star Wars im Kindergarten. Und zwar heißt das nicht, dass ich da die Filme gesehen hätte oder gewusst hätte, was diese Filme waren. Und zwar meine erste Begegnung war natürlich mit diesen Figürchen. Die kamen da ganz früh durch. So alt bin ich jetzt noch nicht, dass ich in den 70ern noch im Kindergarten war. Jetzt, was meinst. Ich war so im Ausklang des dritten Teils halt irgendwie im Kindergarten. Ja. Also habe auch barely so Memories, habe den Film natürlich damals nicht sehen dürfen. Oder meine Eltern hätten mich auch auf keinen Fall ins Kino geschleppt. Das würde ich, wenn ich Kinder hätte, würde ich auf jeden Fall machen. Unter Aufsicht, du kommst jetzt mit, guckst jetzt einen Film an, bevor du den gehen lässt. Das ist so, wie wenn du Kindern verbietest, auf Woodstock mitzukommen oder wie, keine Ahnung, irgendwie, was ist so schwer. Auf jeden Fall waren die Figuren das erste, was ich gesehen habe und die ersten Figuren, die ich besessen habe, das weiß ich noch ganz genau, waren einmal der Speeder-Bike-Pilot,
Also dieser Schwarz-Weiße, ja. Der war der Chef, weil ich ja von der Geschichte keine Ahnung hatte. Und der hatte so einen Raketenrucksack, der konnte fliegen im Puppenhaus im Kindergarten. Das weiß ich noch ganz genau. Und ich hatte noch so eine von so ein komisches Fahrzeug gestellt. Das war so ein Billigfahrzeug, das sie noch rausgebracht haben, dass die Eltern für kleines Geld irgendwie Spielzeug hatten. Erste Begegnung mit Star Wars. Dann lange Zeit nischt. Dann gab es in der Yps, das war dieses Gimmick-Magazin, das heute ganz furchtbar für Hipster irgendwie rauskommt, gab es tatsächlich so eine Sonderedition mit Stormtrooper drin. Und dann war ich irgendwann, als das mit der Yps rauskam, alt genug, meinen Vater zu zwingen. Und damals durfte man noch nicht in die Bibliothek reingehen, sondern musste am Eingang stehen. Und dann hat mein Vater gesagt, hier, da Star Wars, bitte gib mir das. Das war das erste Mal, also das heißt, wir haben ganz spät, also ich glaube, so Ende der 80er, so Anfang der 90er, haben wir erst einen Videorekorder irgendwie gekriegt. Oh, das weiß ich. Also und dann habe ich meinen Vater so wirklich, ich weiß es noch, hier Vater, da, Star Wars, Star Wars. Mein Vater so, Star Wars, keine Ahnung. Und dann habe ich den ersten und den dritten Teil bekommen, glaube ich. Und dann habe ich erst jahrelang nur erst, du hast es ja keine andere Möglichkeit, es gab noch kein Netflix, kein gar nichts, den ersten und dritten Teil bekommen. Und Jahre später habe ich dann irgendwie Geld zusammengespart. Jetzt frag mich nicht wie, irgendwie so hier die Geldreste aus der Couch oder sonst wie. Und mein erstes selbst gekauftes Video quasi, das habe ich immer noch, das war hier diese Star Wars Box. Waren alle drei Filme. Ich weiß noch, ich habe damals, das habe ich auch heimlich bestellt, und es ist meine Eltern, die hätten auch einen Vogel gesagt, irgend so einen Kack zu bestellen oder das Fernsehen oder so ähnliches. Ich war, glaube ich, das war noch bei TV Spielfilm. Da hat das 99,95 Mark gekostet, plus Versandkosten, plus Nachname, weil ich ja kein Dingens hatte. Und das heißt, ich bin jeden Tag aus der Schule gerannt, damit ich den Briefträger abverlasse, damit meine Eltern nicht mitbekommen, dass ich mir Star Wars geholt habe. Und dann habe ich das wochenlang Tag und Nacht durchgeduldet. Also das war meine Star Wars Box seinerzeit. Mit den drei Filmen, da gab es halt auch noch andere Cover und noch andere Editionen, bis die rausgekommen sind. Und die habe ich religiös rauf und runter genudelt. Und das waren so meine Begegnungen mit Star Wars. Und seitdem habe ich eine Liebe entwickelt. Was ich dann sagen kann, um jetzt den Kreis zu schließen, also zu dem Episode 1 Geschichten und so weiter und so fort. Ich war damals schon absoluter Gegner der Special Edition. Ich habe die nie komplett gesehen. Ich habe nur so Auszüge immer reingeguckt. Und irgendwann habe ich mich immer so geärgert, dass ich dann weggeschaltet habe, weil ich das nicht tragen konnte, was sie da verschandelt haben. Ich fand, und habe dann glücklicherweise mir die Originale einfach auf DVD gebrannt. Also die habe ich halt digitalisiert und gucke mir nach wie vor immer, wenn ich Star Wars ja, das Original ist auch schrecklich, nicht, also das ist auch nicht schön anzusehen. Ich bin einer der Gründe, warum ich bei den ersten EP, also bei den Versionen 1 bis 3, die nicht so grundlegend schrecklich finde, ist, weil ich mir so eine Haltung angewöhnt habe, auch oft bei Comics, wenn da was rebootet oder so wird. Ich lasse mir von so Änderungen ja nicht mein Original versauen. Also keiner dieser schlechten Filme zerstört Star Wars. Also ich kann die einfach ausblenden und so tun, als gäbe es die nicht. Mache ich sehr, sehr gerne. Also, und was man halt eben sagen muss, die einzige Möglichkeit, die halt wirklich, sag ich mal, im Original zu bekommen, ohne dass du digitalisiert hast, aber ich habe ja noch einen Laserdisplayer. Und da habe ich tatsächlich noch die Originale halt auf den Laserdiscs, was man aber wirklich zugeben muss, wenn man nicht so einen Hightech-Laserdisplayer hat, die sind nach wie vor teuer und ich habe keinen, dann sieht das Bild von der Laserdisc ziemlich beschissen aus, gerade auf modernen Fernsehern. So dass hier die Digitalisierung meiner Videokassetten auf das beste Bild eben verfügbar ist. Hab mir vor einem Jahr, wann ist das rausgekommen, die Blu-ray von Star Wars. Ja, ist das schon jetzt 2 Jahre her? Ich glaube nicht mal so lange. Ne? Ja, es gab halt diese Gesamtgeschichte, die wollte ich mir nicht kaufen, weil ich nicht die Episode 1 bis 3 haben wollte. Also hast du dir nicht diese Gesamtbox, sondern es gibt die ja. Genau, die gab es mal separat, dann habe ich mir das separate geholt und dann irgendwann mal heimlich dann Episode 2 mir reingetan, weil das mein Lieblingsteil ist, wie bei vielen Leuten. Das ist die Episode 2 irgendwie. Hat auch, glaube ich, den Hintergrund, dass es ja ein anderer Regisseur irgendwie bei daran gewerkelt hat, dass der irgendwie einen ganz anderen Flair hatte. Also du meinst jetzt Episode 4? Ach ja, nee. Nur um das... Das Imperium schlägt zurück, meine ich. Ich rede jetzt nicht über Episoden, ich rede jetzt irgendwie über die Titel, das Imperium schlägt zurück. Und habe mir das angeguckt und Blu-ray hat dem echt nicht gut getan. Du hast die Luftpolsterfolie überall gesehen, hast du nicht gesehen, hast dann irgendwie leider durch die Videokassetten und den Film, den du da hattest, war ja einiges auch so im Nebel oder so, und dann hast du die Kulissen wackeln sehen und da wünsche ich mir das Original irgendwie zurück. Ich hoffe, das kommt nochmal drauf. By the way, Gretchenfrage an dich, du hast doch hier so eine tolle... Ja, das ist aber auch die Remastered-DVD-Version. Ich habe mal gehört, auf irgendeiner DVD-Ausgabe gibt es die Originale auch drauf. Ich glaube, das gab's. Also da bin ich jetzt nicht
Bitte in die Kommentare. Mein Stand ist, dass Lukas das nie freigegeben hat. Dass ja auch die Leute dann immer bei den Blu-Rays gesagt haben, so ey, warum, weil die Blu-Ray hat so viel Speicherkapazität, da könnte man doch jetzt quasi in dem Sinne als Bonus für beide Versionen draufpacken. Aber George Lucas ist ja einfach so technikaffin, der wollte das ja nie. Der hält die ja wirklich für besser und verbessert. Das ist furchtbar. Naja. Einfach übervölkert, also die Glaubwürdigkeit ist dann bei mir nicht so da. Aber vielleicht mag man auch Neuerungen nicht, wenn man zur neueren Generation ist. Mein Problem ist nicht die Neuerung, also ich finde die Effekte in den Episoden 1 bis 3 gar nicht so störend, weil das halt alles animiert ist. Mhm. Ich finde diese, was diese Jabba-Einfügung zum Beispiel Remastered-Edition so schäbig macht, ist, dass du es halt, dass du siehst, dass du halt in diese wirklich gebauten Kulissen diese relativ schlechte, damals CGI. Auch schlechte CGI-Geschichte reingeklatscht ist und das einfach raussticht. Wenn der ganze Film CGI ist, man kann darüber schreiten, ob das nötig ist und ob man das jetzt toll findet, aber dann fällt es halt in dem Sinne nicht so auf. Ich finde, Auge erkennt nach wie vor den Unterschied zwischen Modellen und CGI. Die Star-Wars-Filme sind, finde ich aber, muss ich sagen, also die Episode 1 bis 3 besser gealtert als so manch anderer Film. Also ich habe zum Beispiel vor, ich finde immer mal so ein Paradebeispiel ist, ich habe irgendwann durch Zufall nochmal den ersten Spider-Man-Film von Sam Raimi. Achso, der erste. Ich habe jetzt den 70er Jahre mit Tobey Maguire. Den irgendwann durch Zufall nochmal im Fernsehen gesehen und dachte, oh Gott, wie scheiße der aussieht. Also, weil die Effekte so billig sind, aber naja. Wir hatten ja damals nichts. Und eben, um dann vielleicht die Brücke zu schlagen, dann später, dann hast du halt Bücher, Merchandise und so weiter, das hast du ja alles gekauft. Und hier jetzt mein Eindruck zur Episode 1 ist so ein bisschen ähnlich wie bei dir. Ich war so seinerzeit, als er rausgekommen ist, war der Hype ähnlich groß wie jetzt. Da hat man sich halt wie Bolle gefreut. Es kommt ein neuer Star Wars Film, Prequel. Ach, ist egal, scheißegal, neuer Star Wars Film. Was auch immer. Ich muss halt sagen, wir alle haben gehofft, dass die Fortsetzung kommt. Also keiner von uns wollte wirklich ein Prequel das haben. Das ist auch, glaube ich, immer noch eigentlich der Kernfehler von dem Ganzen, dass man Prequels schränken dich handlungsmäßig auch einfach zu sehr ein. Also, und das war ja die Erfindung. Ich kann diesen Gedanken ja quasi verstehen, zu sagen, wir erzählen die Story, wie es da hingekommen ist, aber es ist zu nah dran. Also entweder man wäre wesentlich weiter zurückgegangen, dann hätte sowas wie Knights of the Old Republic mäßig verfilmt, im Sinne von, wir erzählen, wie die Jedi überhaupt entstanden sind, also dann sich zeitlich sehr weit wegbewegt, oder man erzählt danach. Aber ich finde dieses, kurz davor, du hast ja keinen Handlungsspielraum, du weißt, welche Leute nicht sterben. Du hast also keine Spannung mehr, wer hops geht in dem Sinne, weil du weißt ja, wer ein Teil. Und das wird was es macht, ist einfach deine Fantasie zerstört. Als ich dir erzählt habe, ich hätte den Film als Kind lange nicht gesehen, als ich die Figürchen hatte, habe ich mir vom Nachbarsjungen erzählen lassen, was in den Filmen passiert ist. Und das war für mich so eine. Ich habe so ein Bild von mir das aufgebaut. Ist natürlich. Und so war das ähnlich bei den Prequels. Das ist natürlich grundsätzlich so ein Problem, was Star Wars hat, wo George Lucas auch nur beschränkt führen kann. Der Status, den Star Wars für viele Leute erreicht hat, dem gerecht zu werden, das ist halt ein Maßstab, den man ihm fast nicht ankreiden kann, dass er es nicht geschafft hat. Unabhängig davon sind viele Sachen aber einfach schlecht gemacht. Also ich finde viele Plot, also Handlungsverläufe und viele Figuren in Star Wars, also in den Vorher-Episoden, ist einfach nicht gut filmisch umgesetzt. Den größten Probleme, die ich im Endeffekt hatte, also ich weiß noch, wie es seinerzeit angekündigt war, wir haben uns das alle zu 56K Modemzeiten, das war die ganze Jahrgangsstufe bei uns, das weiß ich, wir haben das die ganze Nacht runtergeladen, das hat Stunden gedauert, das Ding bei zwei Teile aufgefüllt. Das war teuer wahrscheinlich, weil ein Gig, ein Megabyte. Ja, aber das war uns scheißegal, weil wir die Star Wars haben wollten. Ungefähr 99% von uns haben dann nicht den ganzen Film gehabt, weil irgendwie der zweite Teil irgendwie verbuggt war. Das heißt, 90% von uns haben nur den ersten Teil geguckt, der Rest den zweiten Teil. Und ich muss sagen, als ich das gesehen habe, ich bin dann später nicht ins Kino gegangen, um den zu sehen, muss ich ehrlich sagen, weil ich den dann irgendwie hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich finde den bis heute noch am besten von diesen Prequels. Ja, aber das war, aber ja genau. Aber es hing irgendwie auch schon damit zusammen, dass ich mir gedacht habe, okay, ist jetzt mal so ein gesettet. Vielleicht gibt es sich da noch was. Da war meine Hoffnung noch da, vielleicht scheitert sich das irgendwie. Meiner Meinung nach wurde es immer schlimmer. Ja, was ich eben ganz grob schlecht finde, ohne in die Geschichte einzugehen, womit ich mich nicht anfreunden kann, war einfach die Optik. Star Wars für mich war einfach, was den Kontrast zu Star Trek gemacht hat. Du hast die Wahl zwischen Star Wars und Star Trek gehabt. Ja, ich weiß, wir können auch beides nehmen. Aber tendenziell war Star Trek immer so clean. Das Spiel halt war immer wissenschaftlicher, während Star Wars immer Märchen. Ja, wissenschaftlicher. Es war halt immer so auf der Raumbasis. Und bei Star Wars haben die jetzt auch wieder aufgegriffen. Star Wars spielte halt so diese Umwelt, also in der sich bewegt haben. Du hast das Space-Thema, du hast den Dschungel gehabt, du hast die Wüste gehabt. Ja.
Da war auch alles von berührt, es war alles so grittier, es war alles so, so auch schmarotziger, ja. diese Kopfgeldjäger, selbst das Imperium, gut, das hatte diesen Kontrast, dass das alles so clean und zack war, also. Aber wo ist dann der Unterschied, da war alles so sauber, die Schiffe haben so geglänzt. Und was ich auch ein Problem hatte, mal abgesehen, ich bin ein großer Fan von Ewan McGregor und Christopher Lee mag ich auch sehr gerne. Das widerspricht wahrscheinlich dem, was ich sage, aber die Hauptprotagonisten, also der junge Mann, der Hayden Christensen, auch hier die Dingensbums, die weibliche Hauptrolle, Natalie Portman. Kann man jetzt sagen, was man will, was man davon hält, aber die fand ich so mega hölzern, die konnten das irgendwo nicht tragen. Was ich total überraschend finde, wenn man sich anguckt, wie gut Natalie Portman eigentlich sonst sein kann. Ja, das möchte ich gar nicht beschreiben, aber die Dialoge waren so derbe, unglaubwürdig, also es hat immer geschmerzt, wenn die miteinander geredet haben. Ich finde vor allem, es sind einfach so Handlungssachen, die einfach schlecht gemacht sind. Warum stirbt da die einzige, in dem Sinne cool eingeführte Figur, Darth Maul, stirbt den Film 1? In 5 Sekunden. Tötet den Obi-Wan Kenobi, so hättest du quasi die Motivation, den quasi 3 Filme lang zu jagen und zu hassen, und der stirbt halt einfach sofort. Und wieso muss so eine Figur wie Yoda, wieso muss ich die mit einem Lichtschwert sehen? Wieso muss das halt vor allem doppelt immer noch, das sind dann so Sachen, die ja auch einfach dann, finde ich, bedenken musst, wenn du ein Prequel machst, auch wenn das jetzt nicht das Größte, Yoda ist in, wenn er Luke findet, irgendwie so total begeistert von Technik und düst da die ganze Zeit in Coruscant auf so komischen Gleiter rum. Ja. Ist aber so ein Zen-Meister in den Teilen, die wir halt kennen und lieben gelernt haben. Ja. Also es war vieles, mit dem ich mich einfach nicht anfreunden konnte. Das ist, glaube ich, auch ein Phänomen unserer Zeit auch einfach. Vieles war einfach zu schnell abgedreht. Du konntest irgendwie verschiedene Sachen nicht folgen. Die Kämpfe waren halt nicht episch genug. Vieles war zu durchchoreografiert. Also wenn du jetzt so Filmreviews siehst, weil die ersten drei Teile, dann sagen sie, wir haben einfach dieses Schwert genommen und irgendwie, ohne jetzt der große jemanden aufgelassen, das war auch so ein Ausdruck von Emotionen. Das war alles sehr berechnet, nicht natürlich. Phänomen auch einfach unserer Zeit, was da irgendwie passiert ist. Sag mal so, schließen wir das Ganze doch ab damit, mit nur unserer kurzen Erwartungshaltung an den neuen Film. Mhm. Also, willst du anfangen? Nee. Ich hab Bock. Also ich bin trotz der relativ schlechten ersten, also drei neueren Teile, ich glaube, das wird gut in dem Fall tatsächlich, weil George Lucas da nichts mehr mit zu tun hat. Nicht, dass ich den jetzt generell schlecht reden will, man muss immer noch sagen, er hat das Ganze immer noch erfunden. Aber ich glaube, seine Vision und seine Art, wie der Star Wars sieht, war halt einfach irgendwie nicht mehr so die richtige. J.J. Abrams hat, finde ich, gute Filmografie, der hat dies mir persönlich gefallen, ohne dass ich jetzt ein riesen Star Trek Trekkie bin. Mir gefallen die zwei Star Wars Remakes. Mhm. Ich finde, da hat der guten Spagat geschafft zwischen das, was ich so als klassisch Star Trek empfinde, beizubehalten und das Ganze zu modernisieren. Ich finde, die zwei Trailer, die ich mir angeguckt habe, bei mir ist jetzt schon seit ein paar Wochen Infostopp. Mhm. Die zwei Trailer, also vollen Trailer, die ich gesehen habe, sehen super aus. Ich habe relativ ich hatte es eben schon bemerkt, ich erwarte nie wieder, dass ein Film an dieses Niveau von Star Wars rankommt, was auch einfach daran liegt, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich das kennengelernt habe. Das sind für uns Kindheitssachen, Jugend-Kindheitserinnerungen. Diese Verknüpfung und Assoziation, die schaffen halt einfach Verbindungen, die du nicht künstlich modern nach. Also mir wird wahrscheinlich auch nie wieder ein Videospiel so viel bedeuten, wie die Videospiele, die ich mit irgendwie 12 gespielt habe. Das kann nicht funktionieren. Das ist eine andere Wahrnehmung, das sind andere Maßstäbe, ich bin eine andere Person, es ist halt nicht mehr Kindheit, aber ich habe trotzdem hohe Erwartungen. So, ich versuche es schnell zu machen, damit dieses Video nicht über die 20-Sekunden-Marke geht. Ich habe, genau wie Malte, voll Bock. Ich bin voll im Fieber, das sind vielleicht viele, die auch meine Flohmarkt-Sachen beobachten. Ich habe Figuren gekauft, ich habe eine Tasse gekauft. Ich habe den ersten Trailer gesehen und ich muss sagen, wollte danach so komplett aufhören, weil bei mir macht sich dann immer schnell eine Skepsis breit. Schneller auch als bei anderen Menschen. Ich gehöre leider auch zu den Leuten, die, wenn irgendwas überhyped ist, dass ich dann oft auch die Lust verliere. Ich kriege es nicht raus. Ne? Ich bin so ein Kind der 80er. Menschenversammlungen sind mir irgendwie sehr suspekt irgendwie und keine Ahnung, und ich will immer links gehen, wenn 90 Leute nach rechts gehen oder ähnliches. Das ist bei mir halt irgendwie so eingepflanzt. Aber ich habe total Bock, ich habe Freude dran, ich habe gesehen, die bösen Hauptfiguren, die machen mir total Spaß. Realistisch muss ich sagen, wovor ich ein bisschen Angst habe, was der erste Trailer, den ich gesehen habe, mir so ein bisschen suggeriert hat, vielleicht zu viel in einen Film gepackt. Das könnte eventuell so eine Vermutung sein, die ich aber irgendwie zurückschiebe. Und
Ich habe auch Angst, dass die Charaktere des Guten nicht den Bösen standhalten Da können. hatten Was ich wir uns gesehen ja. habe, das war so ein typischer Disney-Kollege, der da irgendwie stattfand. Da haben Das wir sind uns ja meine schon mal Einwürfe. drüber unterhalten, dass ich das ein bisschen anders sehe. Die Helden müssen ein bisschen blasser sein, damit die sich entwickeln können. Also ich habe das Gefühl, die sind jung und jetzt noch nicht so cool auf den ersten Blick wie Kylo Ren Vielleicht oder werden die so. dann halt durch die alte Garde getragen. Immerhin Vielleicht, sind ja Han aber es Solo, soll, ich Leia meine, du musst es und auch so sehen, das Ding ist Luke als dabei. Trilogie angelegt. Die wachsen müssen, müssen ja auch irgendwie ihre Reise zum Helden erst machen, während die Bösen oft schon auf einem Ich hoffe, höheren Niveau dass daran einsteigen. denken die. Ansonsten, ab jetzt kommen noch 9 Folgen, unterschiedlicher Länge und Unterschiedlicher Thematik. Thematik. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Lasst uns wissen, wie ihr das findet. Bis morgen. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Star Wars, bis der neue Film anfängt. Und heute zocken wir NES, Nintendo. Und zwar welches Spiel? Das erste Star Wars. Es gab halt nur zwei Star Wars Spiele, beziehungsweise drei, aber wir haben halt nur die zwei normalen, die in Europa erschienen sind. Also zum ersten Teil, nicht zum ersten Teil, sondern zu einer neuen Hoffnung und das Imperium schlägt zurück. Zurück. Und heute spielen wir quasi eine neue Hoffnung auf dem NES. Und ihr könnt uns dabei zugucken und euch die Haare rausreißen, wie scheiße wir Das sind. Witzige ist, ich habe keine Ahnung. Also ich bin nicht so der krass große Retro-Gamer. Ich habe dieses Spiel tatsächlich noch nicht gespielt. Also werdet ihr, wir werden dabei natürlich auch ein bisschen labern, hoffentlich hören, wie super dieses Spiel ist oder wie grottig dieses Spiel ist. Und ich würde sagen, schmeiß rein, das Ding. Ja, ich muss dazu sagen, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich habe das seinerzeit auf dem Sega Master System gespielt. Da gab es das gleiche Spiel und sogar durchgespielt. Aber es ist bolle schwer, ich sei vorgewarnt. Ich fange mal an. Wenn das mal keine Waffe ist. Ja? State of the Art. A long time ago. Jetzt kommt doch eh der Crawl, oder? Vorfrage. Ja, aber lass den noch mal kommen. Lass mal. Nee, ich steh da drauf, das ist mega geil. Wir hatten ja damals nichts, ne? Ich meine, ich hatte selbst das Spiel nicht gehabt. Nintendo hat mich erst ab dem Super Nintendo interessiert oder nach dem Game Ich Boy. habe überhaupt nicht Super Nintendo, überhaupt erst meine erste Konsole. Meiner war der Game Boy, aber das ist ja keine Konsole. Ja, also gesehen schon Game Boy hatte ich vorher, glaube ich auch. Und dann immer Game Boy wie mit diesem Plug-in, dass du die Game Boy-Spiele auf dem Ding stecken Ah, kannst, ja. wo du diesen riesen Bildschirm hattest und weil Nintendo anscheinend ja, ne, wo du Da halt ist so ein Rahmen und du dann war das konntest da was. drauf malen oder so, was so total sinnfrei war. Ja, jedenfalls ein nettes Intro. Ich drück mal auf Start, damit wir mit zu den Themensachen kommen. Ne? Ja, hau mal rein. Wie geschieht Ich denn will da? ein paar imperiale Bastarde abknallen. Piu, piu, piu. Nicht, dass du enttäuscht bist. Okay. Mal, was für ein Katzen. Eigentlich, man sieht sofort, was gemeint Ja. ist. Ist jetzt nicht mehr. Ich würde mir einen ganzen Film in dem Stil reinziehen. Oh, ich auch. Jetzt mal ohne Scheiß. Gibt's sowas? Hast du eigentlich mal diesen TIE Fighter Anime gesehen, den es gibt? Den so einer in Heim, also es gibt so ein 5-Minuten-Anime, da hat so ein Typ, also im Stil dieser klassischen 80er-Animes, wie du wahrscheinlich ja auch stehst, der so einen TIE Fighter einen Kurzfilm gemacht, der ist Krass. genial, muss man bei Scheiße. YouTube gucken, kann Nee, ich jedem will nur ich mal empfehlen, der ist gucken. echt richtig geil. Also mit diesem typischen, diesem Lens-Flair, diesem reinen Zoom, weißt du, dann fliegt der so in die Raumschiffe und dann, ne, weißt du ein bisschen, was ich meine? Und da, in diesem, ey, super geil, hat der in 5 Jahre Heimarbeit gemacht, so So, ich höre jetzt richtig. auf, ich gehe das jetzt mal gucken. Ja. Ja, yeah, immer noch sehr gut. Und jetzt kommen wir irgendwann mal zum Spiel. Oh. Ja, das ist Luke Sense wieder, das erkenne ich. Ja, wir halten jetzt mal fest, jeder hat so drei Leben. Was ich immer noch am besten auch bei den alten Spielen finde, es gibt keinerlei Erklärung, es gibt keine Du bist Intros. sofort drin. Du könntest ja die Gebrauchsanweisung lesen, die wir aber nicht haben. A ist springen und Der B ist schießen. Mehr geht brauchen alles, wir ey. nicht. Und das ist Luke. Weil Luke vor allem auch so gut schießen konnte, als er da unterwegs war. Kannst du Der dich an konnte die. gar Oh! nichts. Das hat mich verletzt. Kannst du dich an die Steintropfen erinnern? Ich wollte gerade sagen, das wird eine ziemlich peinliche Geschichte, wenn wir beim ersten Schleimtropfen sterben. Aber du bist nicht, du bist getroffen worden, bist. Oh, ich bin am Arsch. Ach, du hast eine Energieanzeige da oben. Das hab ich Ja. gesehen. Ich habe die ganze Zeit auf die Leben geguckt. Ich war noch so im Modus ein Leben und du bist Also ein Treffer jeder, und sage bist ich tot. mal, wir können ja drei Ansätze machen. Also das ist jetzt mein erster Einsatz, bis ich alle Leben Ey, verwirkt habe und dann bist du dran. ich höre nicht auf, dieses Spiel zu spielen, bis wir nicht in den Tod geschossen haben. Oh, das kann dauern. Dann machen wir das Er so. schießt noch mal einen Schleimtropfen. Wie schlecht bin ich denn? Ha, ich bin noch, ich habe noch eins, oder? Nein, du hast zwei. Ich Ah habe doch, noch okay, eins. das nullte Leben Aber wie quasi, schlecht ne? bin ich denn? Das ist unglaublich peinlich. Aber das ist das schlechte Spiel. Ich bin gut. Hör auf damit.
Komm, den schaffst du! Ich glaube nicht! Ja! Man kann so einen Supersprung machen, wenn man beide Knöpfe irgendwie. Mhm. Und das sollte ich verhindern. Wow. Jetzt fall ich da ins Loch. Ich war im. Ich wusste nicht, was da ist. Ein Loch im Boden. Ja, aber das ist, glaube ich, egal. Ich dachte jetzt, man könnte da reinfallen. Boah, getötet vom Schleimtropfen. Hauptsache mal zwischendurch diese total sinnfreien Laserschüsse, aber einfach mal ein bisschen ballern, damit da überhaupt was passiert. Das ist halt wegen diesem Supersprung. Ich frage mich immer noch, wie du früher, wir sind ja heute so verwöhnt, Videospiele sind eine riesen Industrie, man weiß irgendwie schon, was in dem Spiel abgeht, bevor man das Spiel überhaupt gekauft hat. Ich frage mich immer noch, wie krass das sein wird. Du kaufst ein Spiel und das war, ist es? Ach, man kann da so frei rumfahren, du bist nur direkt straight in die Höhle. So, das ist quasi der, oh, da kann hier, wenn man auch, ich bin jetzt in der Satellitenschuss reingefahren und hab, da greift das Vieh an. Kann ich schießen, du fährst nur rum. Ja, aber warum ist denn... Und ich weiß noch nicht so richtig. Ich glaube, man weiß nicht mehr, was man machen soll. Du, das ist quasi der die Levelauswahl. Ja. Und jetzt muss ich in eine andere Höhle, das weißt du noch. Wow, das war ein richtig toller Level mit der Höhle. Das war richtig, also. Die Musik finde ich aber richtig geil. Ja, Ambiente. Ja, was ist das? Das heißt Nintendo-Musik. Aber ja, ich stehe. Wow! Wow! Oh. Wow, das wollen die von mir. Kann hier nicht mal ein anderer Level sein? Ich will hier. Ah, oder das war das die gleiche Höhle, war mal weg. Nein! Das ist grün. Grün. Aber ich kann euch beruhigen, ich habe noch ein Leben, das ist mit Sicherheit schnell. Ja, Cheese ist tot, das ist es, Cheese ist tot. Ich kann es nicht tot schießen, das glaube ich, es explodiert von selber. Du hast es tot geschossen, oder? Es von selber explodiert. Wow! 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 Ich weiß nicht, was hier Cheese ist tot! Oh, ich bin wirklich nur. Oh, das ist eine Bombenparade wahrscheinlich! Ich entspreche auch dem Klischee dieses Videospielers, ne? Dieser Dr. Pfeiffer-Typ, der reibt sich die Hände, ey. Ich will das tot schießen. Das ist eine Bombenparade, ich bin so gut wie tot, ich hab nur einen so ein Leben. Oh. Jetzt aber. Geh auf Continue. Allein dieser ergonomische Controller. Yes. Ich finde den geil, also. Ich finde den nicht geil. Man kann damit echt was anfangen. So. Ah, ich darf jetzt noch weiter spielen. Ja, mach mal lieber. Sonst können wir den Leuten überhaupt nichts mehr hier zeigen. Boah, wie kommt die. Du musst echt Abstand halten und dann das. Ja, Abstand halten. Ich hab natürlich jetzt den Vorteil des, der zweiten Person. Ich weiß natürlich jetzt schon, was abgeht. Und das hast du kapiert in diesem Supersprung, ne? Dass du B und dann A. Was ich dann gleichzeitig drücken muss. Erst B und dann A. Deswegen kommt immer dieser Schuss zustande bei Hin- und Springen. Muss man halt nicht immer machen, aber. Wenn der Abstand groß ist. Oh, Ratte, Ratte! Wow! Das ist ja gut Reflexe. Aber wirklich? Ja. Oh. Aber warum hab ich so wenig Energie? Ach, ich bin eben getroffen worden, ja klar. Alles verletzt dich. Oh! Oh. Glück. Hab ich gewusst. Jump of Fate war das, jetzt, mein Freund. Jetzt muss ich bestimmt diesen Supersprung machen, ja. Oh! Der hat aber nicht funktioniert. Doch, das, sonst wäre es ja gar nicht draufgekommen. Oh, da hat er nicht schnell. Nein! Die Grube des Grauens. Nein, ich bin rausgegangen. Ich will auch rumfahren, wie dieses Zen. Ja. Ich glaube, wir müssen. Weil der kann Gas geben. Guck mal, auf B gibt's nicht Gas. Ja, aber da fährst du irgendwo vor. Wir müssen irgendwo ein Zauberschwert, wollte ich fast sagen. Wir müssen irgendwo an das Licht. Ich wollte gerade sagen, ist das Masterschwert jetzt hier? Was ist denn da hinten? Da war bestimmt was und bist du wieder zurückgefahren. Ich dachte, wenn ich für die Wand fahre, bin ich direkt tot. Nein, Wand ist okay. Da ist noch ein ganz großer Raumhafen. Krass, eine Höhle. Egal, das ist die rot-blaue. Ich finde das Masterschwert bestimmt gleich. Oh, so ein Moskito. Kannst du dich noch an die riesen Moskito-Schlachtszene mit Luke und bestimmt in der Special Edition, die ich nicht gesehen habe. Ein Star Wars Christmas Special. Das ist traurig. Kann ich das aufheben oder tötet mich das? Das hebst du jetzt auf. Was hast du gemacht? Energie zurück. Ich bin ein Jedi-Meister. Was traurig ist, Malte, wir wollen dir nur Ausschnitt zeigen, aber ich könnte hier noch kleine sitzen bleiben. Das, ja, ich bin auch, ey. Aber ich bin jetzt gleich tot und dann, da, ich will das haben. Nein, Moskito des Todes. Ist lieber Fallout, da kenne ich doch die ganze Zeit Moskitos. Deswegen bin ich so gut da drin. Nein! Oh, das hat mir eine Menge Energie. Da bist du auf dem Arsch gelandet. Aber da ist nochmal so ein... Krass. Nein, was? Alter, da ist noch... Jetzt gibt's Blaster-Krieg. Das ist der Endgegner. Wirklich, wirklich! Hocke!
Das war aber sehr antiklimatisch. Ich habe keine Energie mehr, weil ich bin... Aber schön, dass du so ein dickes Excel-Schaltschild ist. Hey, die sind doch nicht unsicher. Das Witzige ist, du weißt, deine Lebensenergie ist auch beim Star. Es passiert halt auch gar nichts. Ich bin da jetzt reingegangen, hab irgendwie gekillt, aber was war denn jetzt der Sinn dieser Höhle? Also wahrscheinlich steht in der Gebrauchsanweisung irgendeine Reihenfolge. Oder ich habe irgendwas nicht gefunden. Nein, ist egal. Ja, ich glaube, das reicht jetzt auch, oder? Was? Ich habe noch ein Leben, ich möchte noch einmal. Wie du? Du hast gar nichts mehr, du hast deine drei Leben aufgebraucht. Ja, aber wir haben noch gesagt, wir waren da dreimal. Naja, okay, wollen wir es nicht betreiben. Ich will jetzt gerade reden. Da war doch eine Höhle. Stimmt. Aber hier sind so grüne Dinger. Egal. Kannst du noch nicht fahren. Ey, mein eins Leben. Das ist die Höhle, in der du warst, oder? Ist das die? Hatte die nicht die andere Farbe? Ich habe keine Ahnung. Nein, das ist die Höhle. Oh, sieh mal, wie souverän du das gemeistert hast. Ja, ich bin tot. Na okay, wollen wir es doch für heute belassen? Ja, das reicht. Wir kommen ja eh auf keinen guten Zeit mehr. Morgen, also, gleiche Stelle, gleiche Welle. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Irgendwas mit Star Wars, bis der Film anfängt. So sieht's aus. Dieses Irgendwas ist heute das grandiose, oder wir werden sehen, ob es grandios ist, ich habe ja da eher so meine Zeit, Star Wars The Empire Strikes Back für den Nintendo. Also oh, bekannt als das Nintendo, das Nintendo schlägt zurück, das Imperium schlägt zurück. Das Imperium schlägt zurück auf dem NES. Schalte die 16 8-Bit, wie viel Bit sind das? 8-Bit. 8-Bit Gloria ein. Der Malte legt das erste los, weil er mir neulich vorgeworfen hat, ich wäre so schlecht beim ersten Teil gewesen. Jetzt darf er selber mal... Du hast ja einfach nur Angst gehabt, dass ich schon wusste, was kommt, weil ich bei dir zugeguckt habe. Genau, das ist es. Aber wir sind eh nicht in der gleichen Höhle gewesen bei... wie hieß der beim ersten Teil? Mhm. Wir waren eh nicht in der gleichen Höhle. Trotzdem habe ich maßgeblich herausgefunden, wie man steuert und... Zwischensequenz. Da ist das abgestürzt. Ich muss dahin. Ich habe einen Tauntaun, das finde ich cool. Meinst du, ich schütze den gleich den Bauch auf? Oh, hör auf mit dem Tier. Das ist eine gruselige Szene. Fand ich früher immer ekelhaft. Der hat ihn eingeweiht. Es war erst ekelhaft, als Han Solo davon gesprochen hat, wie sehr das stinkt. Okay, ich muss einen Meteoriten finden. Er ist abgestürzt. Da hängt das... Da ist es! Da sind wir gefunden. Mutigere Leute hätten den abgeballert. Aber du willst ja nur das Tauntaun schlachten. Ich kill den, aber das Schreck nach oben schießen ist ein bisschen schwierig, weil man dann überhaupt nicht die Steuerung sehr gut. Es gab auch eine Version für den Gameboy, die ich hatte. Also beziehungsweise ein Freund von mir, in dem Krankenhaus lag, und dann habe ich ihn bei einem Besuch. Meinst du? Naja. Ich habe gerade eine richtig gute Idee, dass das ist bestimmt Superman, der da gerade gestützt ist. Und wenn wir den finden, also der Meteorit, das ist Supermans Raumschiff, und dann wird er von Luke und Leia großgezogen. Oh, das ist und dann schießt er sich der Rebellion an. Wow. Wow, so. Boah, der hat alles, was so nie mitbringen muss. Auch, dass da jetzt so total random die Einmeldung kommt, Luke, the lightsaber is the weapon of a Jedi. Ja, danke. Hab ich vielleicht nie Lichtschwert und ich weiß noch nicht, wie ich es bin. Na, oh. Luke und Leia finden ekligerweise nie heraus, dass sie Geschwister sind, sondern ziehen Superman zusammen groß. Wie ihren Sohn. Genau. Hä, sie können es ja ruhig rausfinden. Oder wie cool wäre das, wenn Superman von Han Solo großgezogen wird? Was der charaktermäßig... Das würde gar nicht passen. Ja, aber das wie witzig wäre das denn, wenn Superman... Also wenn Superman dann Eigenschaften quasi von Han Solo hätte, also der wäre quasi auch so... Ja, ich kann mir eher vorstellen, dass Chewie ihn zu seiner Familie nimmt. So, so sieht's aus. Brauche ich das Herz überhaupt? Habe ich Energie verloren? Ja, Energie kannst du immer gebrauchen. Oder mach erstmal diese komischen Dinger fertig und dann holst du das Herz. Hat mein Tauntaun gerade gekackt? Nein, du hast geschossen. Aber es sieht wie Kacken aus. Guck mal, dann sammel das noch nicht ein. Mach erstmal die Dinger fertig, dann kannst du das nachträglich machen. Kannst du da nicht runter? Dann steig vom Tauntaun ab. Mit Selector. Ah! Und jetzt. Nein! Aber der bewegt sich echt so. Stirb! Stirb! Trau dich! Ja! Und das gleiche kannst du rechts machen, bevor du das Herz da nimmst. Ja. So. Oh, da ist noch einer. Das Blöde ist, wenn du versuchst, dich zu ducken und zu schießen, wie das in dem anderen Teil ging. Dann schießt er jetzt nach unten. Weswegen der Trick nicht mehr funktioniert. Wow, ich bin gut. So, und jetzt kannst du Herz ansammeln. Herz an Herz, ab und nach. Sag ich auch. Nein! Ah, jetzt komm ich dem Stück nicht mehr hoch. Sag goodbye zu deinem Scheiße. Tauntaun. Aber geh rechts lang. Jetzt. Ja, warte, einen Versuch hab ich noch. Ich bin noch nicht auf dem letzten Pixel abgesprungen. Okay, ja. Dann schießt dir doch ein Loch ins Knie. Nein! Am besten springt er. Der springt so weit,
Voll scheiße. Übrigens, es gibt hier Soundaussetzer. Ha! Hast du es gesehen? Erster Versuch. Die Soundaussetzer, ich weiß nicht, ob das Spiel so kacke ist. Oder wir spielen auf dem Fake-NES, weil ich mein gutes NES nicht mitnehmen wollte. Ey, das zeigt doch wieder, dass du für ein Freak bist, dass du einen Outdoor-NES hast. Ja. The Might of Poland. Mit, so. Zitrin im Spiel. So gut auch, dass diese Eisscholle für mich eine größere Bedrohung darstellt als diese. Oh, tanzt der? Post. Geil. Boah, so ein Pausending, das wusste ich jetzt schon aufmachen. Aber ich hab rausgefunden. Guck mal, ich hab's raus. Wie hast du das gemacht? Ich bin dafür gesprungen, ey. Ich bin. Nein! Das kommt davon, wenn man. Ja. Hut kommt vor dem Fall, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich will sehen, wie du das jetzt machst. Musst du jetzt auch wieder von vorne oder darfst du an der gleichen Stelle weitermachen? Ich weiß es nicht, ich guck gleich mal. Was ein Penner. All too easy. Aber was hat der damit zu tun? Der kann das ja Eisscholle des Imperiums. Der kann ja mal auftauchen und dich verhüllen. Warum auch nicht? Ich finde es gut, wie random die Figuren kommen. Yoda, wir brauchen noch irgendwas für ein Continue-Bildschirm. Ja, klatsch mal Yoda. Oh nein! Dann geh du vielleicht mal links. Nee. Ich mach das jetzt so speedmäßig. Klar, weil du so gut bist. Ja, ich hab voll drauf. Ich weiß nicht. Ich finde es gut, dass einfach der Ton mittendrin immer aufhört. Man guckt mich an und denkt sich, aber dann. Ich bin froh, dass der NES überhaupt noch läuft. Oh ja, der Rauch. Wir haben den eben mit dem. Wir haben den nämlich dummerweise, fälschlicherweise mit dem falschen Adapter, ja. Stromkabel benutzt und plötzlich hat er geraucht. Ja, und zwar richtig. Was mich nicht davon abgehalten hat, den nochmal anzwängen und den nochmal rauchen zu lassen. Aber ich bin froh, Widerstand ist nicht durchgeknödelt und der läuft. Vielleicht kommt deswegen kein Ton. Was ist das da? Das ist der Futterfungus von dem Towntown. Ja, aber das macht keiner. Das greift dich doch nicht an, oder? Nee. Dann lass ich es auch in Ruhe. So. Ja, kommt doch. Warm, kaputt. Warm, kaputt. Alles um zu sehen. Bist der Chef. Und wie ein guter Tierbesitzer. Das Downtown hat das kaputt getreten. Moment, ich muss mal hier testen, wie man springt. Wie im Leben schaffst du das? Das Downtown springt, bewegt sich. Oh, man kann auch leicht. Ach so, jetzt hab ich's. Wie heißt das denn? Man kann, wenn man den Knopf nur leicht benutzt. Das kommt von. Aber das Downtown hat sich für dich geopfert. Ja, das ist das Eis, das F da oben. Oder ist das ein Blaster? Genau, das ist es wahrscheinlich. Und danach ja irgendwann mal. Boah, ich bin gerutscht! Scheiße! Das hast du ja wohl bei Mario gelernt. Eis ist rutschig. Ja, aber das war doch jetzt eben nicht. Nein! Also ich bin da eben sehr souverän drüber gekommen. Muss ich nochmal erwähnt haben. Das ist nur noch ein Leben, den du stürzt jetzt eh. Nein! Warte, du warst doch schon auf der Schale drauf! Ja, das ist voll ätzend. Naja, das war dann für heute die Empire Strikes Back auf dem NES. Und wir waren scheiße. Bis zum nächsten Mal. Auch. So, willkommen zu einer weiteren Folge von Irgendwas mit Star Wars bevor. Der Film anfängt. Hervorragend. Hat immer noch nicht angefangen. Alter Dos. Und heute so ein paar Erinnerungen zu Sekundärliteratur oder Literatur im Allgemeinen. Und zwar, was damals für mich tierisch wichtig war, als man damals in den 90ern, als noch nicht die Special Edition neu angelaufen ist, hatte man ja nicht so viel, der anfängliche Hype der drei Filme, der war vorbei. Und hier, wie gesagt, die neu aufgelegten Filme sind nicht rausgekommen. Das heißt, du hast es theoretisch fast gar nichts, außer so ein paar Bücher aus dem guten alten Goldmann Verlag. Die sind vorher einzeln erschienen, die hatten dann halt Fotos drin. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt nur die Möglichkeit, das zu kaufen. Hat einen Zehner damals gekostet. Ist nicht meine Originalausgabe. Meine Originalausgabe war viel abgeranzt, aber abgelesen. Ne? Das ist jetzt, aber weil du eben Sekundärliteratur meinst, das ist jetzt aber im Prinzip die Story. Ne? Das ist die Story quasi, das sind die Filme als Buch, behandeln jetzt nicht viel mehr als die Filme selber. Also es ist quasi eine Nacherzählung der Filme mit so ein paar Einschüben, die Fantasie angeregt haben, wie ist Vader entstanden etc. pp. Das wird so ein bisschen angedeutet, angeteased, man hatte nicht die großartige Möglichkeit. Und das war noch so ein Zeitpunkt, wo ich Star Wars also als Buch gelesen habe. Es gab dann noch so Side-Projekte von Lando Calrissian, wo wir jetzt hier den Comic-Man drin hatten. Es gab Side-Projekte zu Han Solo selbst und Luke Skywalker selbst, aber das waren alles miese Sachen.
Das ist ja bei sowas auch immer schwierig. Die Qualität kann da ja wirklich von echt gut zu abnormal schlecht. Das liegt schwanken irgendwie, das liegt ja dann oft auch daran. Ist ein guter Autor dran, da, wie viel Freiheit hat der, kriegt der sehr viel vorgesetzt und soll einfach nur so. Es liegt auch, glaube ich, am eigenen Geschmack, muss man dazu sagen. Ja, das kommt nochmal zu, ne? Also, ich fand es eben nie so interessant und die Erlösung kam dann. Ich muss mal gucken, wann das erschienen ist. 91. Wann hast du dann deine ersten Star Wars Filme gesehen? Weißt du das noch? Remake Edition gesehen, die Special Edition. Ich kann dir das nicht wann sind die ins Kino gekommen? Ich habe irgendwie 94, 95 im Kopf. 95, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es auch nicht hundertprozentig nachvollziehen, aber die müssen ja so erschienen sein, dass die peu à peu ja zu den Episode 1 und 3 irgendwie erschienen sind. Jedenfalls hier, das war eine großartige Voraussetzung. Mit dem kleinen Titel Krieg der Sterne, Erben des Imperiums, war eine Trilogie von Timothy Zahn. Ich kann mal kurz durchlesen, was hier immer. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis, 5 Jahre nach der Rückkehr der Jedi-Ritter. Die Rebellenallianz hat den zweiten Todesstern zerstört. Darth Vader und der Imperator sind tot, die Reste der imperialen Flotte zurückgetrieben, aber das Imperium ist nicht besiegt. Der neue Oberkommandierende der Flotte, Großadmiral Thrawn, rüstet zum entscheidenden Schlag gegen die Rebellen. Und als er mehr und mehr darauf hindeutet, dass sich ein Verräter in den eigenen Reihen befindet, müssen Luke Skywalker, Leia und Han Solo ihrem wirklichen Gegner ins Auge sehen. Die dunklen Seite der Macht, die lebendiger ist als jemals zuvor. Witzigerweise ja im Prinzip genau das, was... ist ja jetzt offiziell leider dann in dem Sinne eingestampft, weil... ja eigentlich schon den Zeitraum beackert, den vermutlich jetzt der neue Film beackert. Richtig, ne? Und wahrscheinlich eher dann direkt danach. Der neue Film bleibt eben ja nichts anderes übrig als ein paar Jahre. Hier, das hat ja so ein bisschen das, wie diese Shattered Empire-Geschichte. Mhm. So, was passiert, nachdem das Imperium zwar eigentlich besiegt ist, aber das löst sich ja halt nicht alles sofort in Luft auf. Und wie gesagt, damals hatte man die totalen Hoffnungen reingesetzt, dass das da eben verfilmt wurde. Wie so ein bisschen vergleichbar ist auch irgendwie LucasArts mit involviert. Ich weiß nicht, hast du jemals die Indiana Jones Click-and-Point-Adventure da gespielt? Damals bei nie selber gehabt, weil da hatten meine Eltern, als sie groß waren, noch nicht so richtig einen Computer, glaube ich. Aber bei meinem Onkel, das war noch die mit dieser Drehscheibe als Code-Generator. Gab es auch bei Monkey Island beispielsweise. Genau, ja. Da hat jeder auch irgendwie so ein bisschen gehofft, obwohl es utopisch irgendwie war, so als Nerd, dass halt nach dem letzten Kreuzzug hier The Fate of Atlantis irgendwie als verwurschtelt wird. Und genau das gleiche, der gleiche Hype herrschte hier rum. Admiral Thrawn hat das dann zu einer Actionfigur gebracht, die ich mir dann auch gekauft habe. Mehr dann aber leider nicht. Ist natürlich. Aber ist das die Thrawn-Trilogie? Gehört das dazu? Also ich bin ja bei den Büchern überhaupt nicht. Ob die dann so genannt werden? Also ich weiß, mir ist es immer ein guter Freund von uns, hat man eine Zeit lang sehr intensiv die Bücher gesammelt. Kann gut sein. Und mir ist immer nur im Begriff geblieben, dass die Bücher to read quasi, also die Pflichtlektüre, wenn man Star Wars Extended Das könnte das gut sein. Thrawn-Trilogie. Ja, genau. Das kann dann ja schon vielleicht sein, dass das schon der erste Teil davon. Die waren teilweise auch richtig, dass, wie gesagt, als der Kumpel von uns, der auch großer Star Wars Nerd ist, die dann angefangen hat, die Bücher zu sammeln, weiß ich noch, dass die dann so für richtig Knete weggegangen sind in Erstauflage und so. Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Gab es auch von Heine dann entsprechend die Konkurrenzbücher, die auch sehr gut waren. Also ab da an, lustigerweise, also nahmen die an Qualität zu. Da gab es den Dunklen Kristallstern, Palast der dunklen Sonne, Der Pakt von Bakura, das sind einfach so Titel, mit denen ich mich um mich schmeiße. Dann hat die Star Wars, sag ich mal, Literatur irgendwie so einen Boost erfahren, was ich auch noch nett fand, was mich allerdings nicht so angesteckt hat, ist aber allgemein bekannt, da gab es diese X-Wing-Bücher. Genau, so Rogue Squadron. Und da war auch so eine Hoffnung, damals noch nicht so wie heute. Heute hätte es die Serie wahrscheinlich gegeben, weil heute diese allgemeine Serie. Dieser Nicht-Episoden-Anteil ist ja schon angekündigt, dieses Rogue One, wo es ja um wahrscheinlich so eine Staffel geht. Und das fände ich mega, also so ein Ding dazu. Und jetzt aktuell wird es wahrscheinlich tausende irgendwie Bücher geben. Ja, das ist ja jahrelang sind die ja veröffentlicht worden. Ein meiner Favoriten ist, das zitiere ich glaube ich jedes Mal, Palast der dunklen Sonne. Da wird quasi so eine Hintergrundgeschichte zu den Wesen auf Jabba's Palast irgendwie gegeben, was so ein bisschen auch auf den Klimax im Film selber mündet. Ausblick,
Ich vermeide ja jeden Spoiler, aber ich wollte ein bisschen cheaten, das gebe ich jetzt gerne zu. Ich wollte mogeln, ich wollte mir das Buch zum Film holen und so parallel fertig werden. Es gibt es erst im nächsten Jahr, habe ich dann leider entdeckt. Aber ich hätte es gekauft. Das hatte ich tatsächlich auch. Episode 1 habe ich damals das Buch von gelesen. Frag mich nicht warum, von diesen Grotten, aber egal. Das also ich wollte dahingehend mogeln, ich wollte so angrenzen, dass ich dann wirklich bis zum 17. fertig werde und das durchgelesen habe. Naja. So, macht mal in die Kommentare, welche Bücher von Star Wars könnt ihr empfehlen? Habt ihr überhaupt mal welche gelesen? Ansonsten bis zur nächsten Folge. Ja. Dann geht's weiter. Mit Star Wars. Nein. Beziehungsweise irgendwas mit Star Wars. Bis bevor der neue Film anfängt. Genau. Wir sind eine Konsolengeneration weitergesprungen. Wow. Wir sind beim Super Nintendo und deswegen heißt das Spiel auch nicht mehr nur Star Wars, sondern das heißt Super Star Wars. Ich schmeiß die Maschine mal an. Mach das mal. Und ich fange heute mal an. Mit dem Zocken, Controller reingehalten. Diesmal. Da habe ich viele gute Erinnerungen an dieses schöne Logo. Danach kamen sehr viele gute Spiele. Das ist wohl. Oh, Stereo Sound. Also ich sag mal so, dafür, dass die gerade. Die haben schon den aufgefahren. Das erste Mal Optionsmenü, ein Menü. Dass wir nicht sofort in irgendeiner Höhle mit Schleim tropfen. Und das erste, was wir machen, ist, auf Easy zu gehen. Nein. Aber natürlich. Ach, erstmal auf Normal. Nein, auf keinen Fall. Fire Y, B, Jump. Weapon Select ist A. Und Special ist O. Das ist leider, das ist irgendwie ziemlich laut. Ja, das ist brachialisch. Dann malen wir es mal so bei. Und starten das Spiel. Was kommt jetzt? Kommen jetzt Raumschiffe? Ja, mit Power. Und das erste Mal mit richtigen Hochscrollen. Stimmt! Der 3D-Effekt. Der Wahnsinn. Spirit. Ist okay, wir kennen das ja alle. Kriegen geht's weiter. Ist okay, ihr habt Krieg, haben wir verstanden. Und die Musik geht schon weiter. Wahnsinn. Ist schon ein Upgrade im Vergleich zum NES. Oh. Da geht's rund. Also zurückgeschossen. Oh. Da ist leer. Nein, das ist R2D2 und C3PO. Ey, richtig mit dem Level-Ansage. Bäm, Freunde. So. Man sieht auch den. Also man muss schon sagen, man hat. Oh! Also, Baller ist tot. Oh, da gab's 50 Punkte für. Da gab's ein Herz für. Nein, ich baller jetzt hier nur. Ich hab einen Feuer. Ey, bist du denn wahnsinnig? Da hast du noch nichts zu tun. Was hab ich? Oh! Warum gibt's hier diese Skorpione? Oh, Treibsand. Oh, und die Skorpione schießen irgendwie. Die haben Laser, das sind Laserskorpione. Nein! Wow! Und die Skorpione sind aber... Ey, kannst du froh sein, dass begrenzte Munition erst später gefunden worden ist? Ja! Hallo, begrenzte Munition, meine Löse! Wow! Sag mal gut, du hast damit, dass man immer so Punkte gesammelt hat, als ob man irgendwie jemals dieses Eisgold interessiert. Man weiß es nicht, ne? Ich war froh, wenn man das Spiel durchgeschafft hat, aber dann... Wir verdunkeln gleich und machen ein Foto von dem Score, wie eben erwähnt. Fällt dir was auf, dass wir länger im Spiel sind? Je moderner die Spiele werden, desto einfacher sind sie. Obwohl, nein, wir haben auf Easy drücken können, muss man mal zugeben. Stimmt, du hast auf Easy gedrückt. Ich wollte schon kurz beeindruckt sein, aber... Ah, verdammt. Ja, wir sehen ja mal, was du nachher hier fabrizierst. Aber ja, vielleicht können wir dann von dem Spiel auch mal mehr zeigen als die erste Level, deswegen ist das vielleicht... Das ist mal wirklich eine neue Hoffnung. Was sind denn das für Viecher? Irgendwelche grünen... Ich finde es auch gut, dass du Herzen einsammelst, aber deine Energieanzeige gar nicht mehr aus Herzen besteht. Vielleicht hat er nur die Herzen auch gar nicht mehr. Nein, da ist ein neuer Blaster. Das sieht ein bisschen aus wie Gremlins. Boah! Guck mal, wie der wummert, du! Ja, du hast jetzt richtig dicke Schüsse, ne? Ja, aber nicht mehr so schnell, aber lieber dick als schnell. Das sagt man nicht oft, aber... Boah, so kommen die denn her? Hinter der Düne? Toll! Ich finde das auch immer super, dass da irgendwas auftaucht, was in Star Wars nie.
Ey, du bist jetzt so der Dirty Harry, der des Star Wars umgehört. Das ist so ein fetter Magnum-Revolver. Es ist Star Wars, es ist super, es ist super Star Wars! Hervorragend. Machen wir mal weiter. Töte es. Töte es. Aber guck mal, der hat richtig wehendes Haar. Wow! Der hat richtig wehendes Haar. Voll der Sandwurm. Bei Dune. Ich dachte auch hier voll der. Boah, das ist auch super. Wenn du den zerschießt, dann kommt. Pass auf, dann kommt eine kleine Baby-Skorpione. Hast du da gerade eine Mutter getötet und da sind die Säugen? Also, wahrscheinlich. Das ist ein gruseliger Gedanke. Ja, Survival of the Fittest. Du musst zuerst in die Hocke übrigens gehen, damit du nicht auf den Boden schießt quasi. Erst hocken, dann schießen. Erst hocken, dann schießt er nach unten, oder was? Ja. Muss dann ja eigentlich hier drauf kommen, Mann. Ich möchte ja nichts sagen, das ist aber. Ein bisschen langweilig, ne? Irgendwann könnt ihr schon. Dein neue Gegner gibt's in Level 2. Ist klar, ne? Das ist auch das. Ich mit mir. Gibt es eine Geschichte zu dem Spiel? Hast du dir das gekauft als wirklich nachträglich, als Retro-Game oder hast ja, du das? Ja, ich habe es nachträglich gekauft. Das erste Spiel, das ich wirklich besessen habe zur richtigen Zeit, war Super Return of Jedi. Das ist gleich erklärt, weil ich hatte ja einen Sega und keinen Nintendo. Da hat man echt. Da habe ich eifersüchtig auf Super Nintendo geguckt, weil ich einen Sega hatte. Und so einfach kaufen als. Pass auf, Zarak, wow. Monster, Alter. Ja. Ich finde, das ist sehr gut, eine sehr variantenreiche Taktik stehen bleiben und. Ja, mach du es anders! Ich meine generell, also. Oh, das Monster hat mehr Energie als ich. So. Ja, jetzt, vielleicht musst du dich da mal verpissen, sonst. Wie weit taucht das denn irgendwie mal auf, wo ich bin? So, dass man weiß. Auf, den Schnell solltest du jetzt schon mit da ausweichen, ne? Vielleicht hast du. So, eigentlich müsste dann da weiter links. Kommt da jetzt gleich Boba Fett raus, wenn er. Ah, ne, das ist ja bevor der da reingefallen ist, ne? Witzig gewesen. Das ist ja lustig. Ich kenn's. Yay. Warst du auch so einer, der dann trotzdem weitergeschossen hat? Ich auf jeden Fall. Man sieht's gar nicht. Nee, bis ich tot bin. Stage clear. Ey, bei Leich wirst du nie sterben. Doch, das ist ein Anspruch, von man denkt. Ich lasse es vielleicht auch sehen, aber. Ah, oh, da sind sie, C3PO und Fiese. Ich hab nur mal gecheckt, ob man überhaupt was erkennt, was wir hier tun. Sehr gut. Ja, ist okay. Aber richtig Zwischensequenz ist auch ein Fortschritt. Ja. Das ist halt sehr. Oh. Man kann auch schießen? Ja. Was? Wohin? Kannst du dich nicht an die Szene erinnern, wie. Irgendwas hat sich von hinten angegriffen. Schon eine Reihe, wahrscheinlich gleich so langsam. Das ist das, was ich hab. Ist das ein Rennen oder bist du in der. Ich war irgendwie, glaube ich, ziemlich beschissen. Ja, aber wo ist. Ah ne, das ist wie so eine Arena. Guck mal oben. Ach so. Ja, was, du musst nicht irgendwo ankommen, das ist nicht in dem Sinne mit Strecke, sondern. Da oben die Javas haben. Gut, dass du sagst. Du musst die Javas finden und die zerstören. Wo sind sie denn? Wahrscheinlich liegt der hier. Ja. Ja, komm. Ah, Uchi, eine Mutter. Oh. Das war's. Was ist? Bist du gestorben? Ja. Aber warum? Weil ich kacke war. Es gibt so einen Beschleuniger, da kannst du auf der Stelle drehen. Das ist wichtig, dass man das rauskriegt. Weil die alle hinter einem sind. Das heißt, du machst dann nach rechts und du machst diese Beschleunigung. Das erkennst du daran, dass so eine Rakete losgeht. Aber bei dir sind sie vorne, warum auch immer. Ja, du bist dann eben an dem vorbeigeheizt, weil du dachtest, es ging quasi. Weil du quasi dachtest. Was haben die dafür? Die haben nicht mal Raumschiffe, die haben so. Es sieht aus, als wären die in diesen 70er Jahre runden Sesseln. Sollen wir noch ein paar Herzen sagen? Das ist, glaube ich, eine Ehrung. Gewinner der Herzen. Wie dreht. Ah, ich kann rückwärts machen. Auch das, aber. Wie gesagt, du kannst auf den Feld gehen.
gibt's einen Power-Knopf. Das ist der hier, genau. Und wenn du links und rechts drehst, dann kannst du so eine schnelle Drehung machen. Ah, da, jetzt hab ich's gecheckt. Okay. Ich weiß nicht, kaum hat der Controller vier Knöpfe, vier Feuerknöpfe, bin ich überfordert. Krass. Das ist also irgendwie... Irgendwie werden die auch nicht weniger, oder? Ah, da ist einer. Ich meine, ich kill die ja schon die ganze Zeit, aber sonst noch fünf. Ja, obwohl es geht. Ja, Bunny Count. Da hinten ist einer. Ich habe aber hier, warte mal, hier ist irgendwas. Hier war irgendwas. Ja, schade. Bodenwelle da. Ich muss ja gucken, dass das Ding nicht zu weit nach vorne geht. Oh. Da. Ja, mit drei. Sind noch drei. Sehr gut. Das ist auch mäßig spannend, das Spiel. Ja, aber geht gleich weiter. Man wusste ja, großartig sind wir zu lohnen. Oh, der Sandcrawler taucht langsam hinten auf. Hast du nett gemacht. Ach, da im Hintergrund ist es, was du sagst. Da ist er. Ich aber was soll mich denn da jetzt gekillt? Das waren die Javas, die beschießen dich. Franz, wir haben auf leicht gestellt, wir verrecken trotzdem nicht mehr zurück. Oh. Verdammt, ich will mich nur ganz kurz. Wo sind die denn? Ich bin echt schlecht. So. Ja, da irgendwie auf diesem schwarzen Boden ist auch böse. Die sind schon wieder fast tot, wie da ist ja gar nichts passiert. Doch, die haben mich. Ja, die haben mich ein paar Mal gerammt, aber. Du ballerst ja gar nichts nix. Ja, aber besser so als. Ja, aber. Da kommt einer. Er ist erwischt. Aha. Nur noch 11. 10. Nee. Fällt mir nicht. Jetzt hast du nicht mehr das. Ja, geil. Oh. Selbstmord zu ist das. Darf man doch überleben? Ah, breche mich. Was ist denn das für Kack-Continues, wo du wieder von vorne anfangen musst? Oh, schwierig. Man kriegt es generell besser hin als ich, aber. Ja, aber auch nicht gut. Da, kriegst du jetzt einen Jet, Jet Fuel. Ach, kann das sein, dass unser Treibstoff einfach noch rausgegangen ist? Irgendwann kannst du wahrscheinlich diesen Move nicht mehr machen. Jetzt hätte ich mich hinterhältig von der Seite gerammt. Wow! So, oh, ich bin gut. Wow! Da, da sind sie alle! Ja, es wäre einfacher, wenn die alle auf dem Boden raus sind. Jetzt muss ich aber noch ernsthaft mit den anderen. Wow! Sinn, wenn du auf diesen Sandcrawler zufährst, dann werden die wahrscheinlich alle herkommen. Meinst du? Ja, das könnte gar kein Zufall sein. Ja. Aber der beschießt mich ja, hier ist ja schon einer. Guck, die drehen sich die ganze Zeit mit dir mit, die wollen halt nicht in der Geschichte. Hinterhältigen. Da reden sie noch einer! Super! Das sieht realistisch aus, so gut warst du noch nie. Aber dann ist auch der Sandcrawler. Nee, ich war eben schon mal auf 3 runter. Okay. Also ist auch so. Sehr gut. Den habe ich aber echt sauber erwischt. Aber das Herz hat wirklich gewusst, ne? Ja. Ich glaube auch einfach, man muss gerade außerhalb der Fahrt natürlich machen. Brauchst du noch einen? Da! Oh, nein! Oh nein! Machst du das jetzt? Ich befürchte. Wir waren schlecht. Ich bin eine Schande für die Jedi. Jetzt habt ihr einen Einblick in Super Star Wars bekommen. Bis zur nächsten Folge. Herzlichst willkommen zu einer neuen Episode von Irgendwas mit Star Wars, mit Devilman Fact. Genau, so sieht's aus. Dieses Mal mit, ihr werdet es gleich sehen, irgendwie so einer ganz spektakulären, also das ist ja eigentlich das Highlight, was der Zivi hier angeschleppt hat, ne?
die, also irgendwelche, erstens bin ich bin von zwei Sachen überrascht. Erstens, was der überhaupt alles für einen Scheiß hat. Also wir haben zum Beispiel, wir spielen das auf einem Super Nintendo, das ist aber sein Mitbringen, ich nehme den mit nach, der verlässt das Haus. Das Super schwarze Nintendo. Der ist schwarz, weil der irgendwelche Teile ausgibt. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Wahrscheinlich nicht. Doch, man kann das sehen. Und dazu ist das jetzt auch noch eine Import-Version, weswegen wir so einen Super-Adapter benutzen. Für alles mich super. Als Typ, der gerade mal in der Lage war, früher sein Super Nintendo anzuschließen, ist das alles total beeindruckend. Und dann müsstet ihr sehen, was sie für eine Ordnung hat. Der hat ganz so eine Waschkiste mitgebracht. Alle Kabel ordentlichst mit einem Gummi zusammen, beschriftet. Das wird dauern, bis ich hier wieder weggegangen bin. Das ist jetzt ganz ernst. Wir machen uns ja oft darüber. Ich bin tiefst beeindruckt. Ich hätte gerne so eine Ordnung. Ja, mein Kram. Danke. Das nehme ich gerne an. Wir feuern das Ding jetzt mal an. Es ist Super Empire Strikes Back. Mhm. Es ist Star Wars, es ist super, es ist super Star Wars. Hoffentlich kommen wir weiter als bei dem ersten Teil. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Obwohl du wesentlich besser warst als ich. Aber wir haben es beide nicht mal bis zum Sandcrawler geschafft, um die Druiden zu kaufen, die wir suchen. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es mal rausgeschaltet. Willst du anfangen? Ja, ich fange an. Sonst meckerst du wieder. Ja, bitte. Und sie. Besser als QVC. LucasArts? Ja. Sieht immer noch so aus wie beim Vorher. Ist es immer noch in Stereo? Könnte es ja auch so ein HD-Upscaler mal besorgen oder so. Ach, als ob du. Aber super. Das ist doch original schon von Super Street Fighter gewesen, oder? Man kann es annehmen. Komm, bitte mach auf einfach. Ich bin zu schwach für sowas. Oh, Password. Guck mal, es ist im zweiten. Also vorher gab mir nur die zwei Optionen. Jetzt ist Password. Das steigert sich immer weiter. Es wird immer geiler und explodiert. Schlacht muss ich machen. Schlacht. Genau. Ach so. Ja. Ich werde nicht mal aus dem Brave easy. Und jetzt kannst du nochmal stark drücken. Ich will mal nur wissen, Jedi. Weißt du, bei uns gibt es nicht mal eine coole Bezeichnung. Ja, Fire. Ja, kriegen wir schon hin. Start. Ich bin so aufgeregt. Weißt du, was das Witzige ist? Das ist jetzt schon das vierte Star Wars Spiel, das wir gespielt haben. Und wir haben noch nicht einmal ein Laserschwert in der Hand gehabt. Das ist eher traurig als lustig. Der Sound und alles wird immer besser. Ich will halt nicht auch mein Laserschwert in der Hand haben. Verdammt nochmal. Start. Ja, Entschuldigung. Vielleicht nächstes Jahr, wenn der zweite neue Film rauskommt. Dann können wir auch nicht mal. Der kommt dann gefetzt. Ich kann es übrigens nicht wegdrücken. Doch. Überhaupt. Ich hätte es gerne gesehen. Laserschwert! Interface ist. Das ist aber ein Riesenlaserschwert. Guck mal, das ist ja. Also. Und du kannst springen, das weiß ich noch. Warum steht da Vaderkopf? Wenn du. Spring mal mit dem Ding. Wow. Spring mal anständig auf so eine. Es gibt eine Special Attacke, aber ich weiß nicht, ob man da Energie verliert. Drück mal hier oben das Teil. Nur mal zum Testen. Also er beschlägt das echt behäbig. Aber nein. Also ich habe in Erinnerung, damit konntest du irgendwie springen. Ich habe ein Schild. Guck mal. Das meinte ich. Das ist das Geilste. Ich habe ein Schild. Aber ich scheitere trotzdem daran. Ah. Ich mache gerade Schneebälle fertig. Ich habe noch volle Energie. Außerdem habe ich irgendwelche Punktboni gekriegt. Oh, Wahnsinn. Boah, wie kennst du nicht diese Vögel? Also ich muss sagen, das macht mir jetzt schon mit am meisten Spaß. Ja, weil du das Schwert hast. So übermäßigen Prügel. Aber ich scheitere trotzdem immer daran, hier hochzukommen. Ha! Jeder hier mischt. Also wir halten trotzdem auch fest, wenn ich dich auf leicht gestellt hätte, wäre ich wahrscheinlich siebenmal tot. Oh! Ein Taunt. Aber grafisch ist das auch mit Abstand das Beste. Ja. Welcher Zeitrahmen, wo befinden wir uns jetzt im Jahr? Als das rausgekommen ist. Hm? Weißt du das? Ich schätze so 94. Grobe Schätzung halt nur. Und nee, 94 ist viel zu spät, ne? 93? Was muss ich jetzt machen? Hier, ich habe guck mal, so 93. Jetzt, das ist ja auch einfach nur die Remake-Version. Mhm. Deswegen müssen wir jetzt wieder diesen Meteoriten suchen. Die Theorie, vielleicht können wir ja heute die Theorie erhärten, dass Superman da drin steckt, um dem Imperium zu helfen. Ja, immer noch. Und vielleicht ist Batman ein ausgezeichneter Pilot. Oh, es schneit! Boah, kennst du den Typen, den Oswald Patton? Den Schauspieler, der auch. Ich find's auch super, dass es so. Ist das der Pinguin? Genau. Nee, das ist. Oswald Patton ist der Typ, der spielt den, bei King of Queens, den Typen, der immer in diesem Kassenhäuschen sitzt. Ach krass! Der ist ja ein Comedian und der hat so eine
Ich glaube, das ist... Der so ein bisschen wie so ein Pedophile-Rapist aussieht. Ja, und ich finde ihn eigentlich sehr sympathisch. Aber der hat halt irgendwie so eine... Ich glaube, im Rahmen, das ist im Rahmen von irgendeiner Fernsehserie, wo auch Chris Pratt mitspielt, hier ist, hält der quasi so eine Art Plädoyer über... Ach, du meinst den Spence bei King of Queens. Ah, jetzt war ich tot. Hält der auf jeden Fall so eine Rede, wo der alle Franchises miteinander ver... So, wo der quasi so den, sein Drehbuch für einen Star Wars, Star Trek, Marvel-Crossover... wo wir gerade die ganze Zeit, das finde ich sehr witzig. Ich finde das witzig, du sitzt auf dem Tauntaun, ist es schwerer zu kämpfen als als ohne Tauntaun. Ach, wieso? Oh nein, ich habe was falsch gemacht. Wo hast du den Blaster her? Ich habe, man kann tauschen, aber ich weiß nicht, ob das, ist der Blaster besser? Oh, scheiße. Okay. Aber irgendwie muss man da Aufmerksamkeit. Okay, ich bin jetzt voll fokussiert. Guck mal, man kann das Laser schnell einfahren. Ja, das ist wenn so ein Laser tauscht. Vielleicht ist der Laser besser. Kann man schon. Was sind das für Schweine? Das meine ich ernst. Aber du solltest auch wohl keine Mitschweine. Dann haben wir jetzt einfach hier so das Bild. Kann man noch ein, da ist noch ein Laserschwert gewesen. Steht ja immer noch. Ich finde es gut, dass hier diese. Kannst du absteigen? Drück mal auf Select oder so. Obwohl, wahrscheinlich steigst du ab, wenn das, das ist die Towntown-Energie anzeigt. Wenn das Towntown tot ist, dann kannst du absteigen. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich blaster die jetzt alle tot. Das Laserschwert ist vom Towntown einfach nicht gut genug. Oh. Oh! Alter, ich habe eine Flakkanone oder was ist das? Atom. Jetzt geht's ab. Ich schieß Raketen, oder? Wow, der Wahnsinn, und so Heat-Seeker-Raketen anscheinend. Habe ich eine Munitionanzeige oder drücke ich. Ja, Seeker steht auch oben. Nein! Muss ich mich jetzt in seine Gedärme legen? Oh, jetzt ist es versuchen können. Schön warm, aber stimmt. Denk dran. Oh, geh da weg! Nicht da runterfallen, nein! Wow! Ich werde diesen Meteoriten sowas von finden. Kannst du da hinten gehen? Nein! Oh, Glück gehabt aber. Ja, super, ich sag, dass du nicht sofort stirbst, aber keine Möglichkeit, rauszukommen, damit du noch denkst so, ich rette mich. Oh, noch ein Leben. Komm, gib alles. Oh, erstmal den Blaster wechseln. Du musst den Leuten schon mehr Action bieten als ich. Ich hab immer ich kann nicht, ich bin, ich bin so schlecht. Ich bin so ein schlechter Spieler. Los, ihr Schweine. Oh, was war das denn? Du musst nach unten drücken, um das einzugehen. Jetzt hast du Shield, das ist natürlich gut, ey. Das Shield. Und du hast noch Bonuspunkte durch Darth Vader hergekriegt. Was hat die Dinosaurier umgebracht? The Ice Age! Bester Spruch, Mann. Alle Sprüche sind gut. Oh. Ich will nicht, dass das Tier mich irgendwie da die Klippe runterstürzen lässt. Nein! Ich hab's schon wieder gemacht! I've done it again, don't you know that I've done it again? So. Willst du es nochmal tryen? Ja, oder? Ey, ich hol okay, ich dich nicht raus. Aber wenn ich. Wenn ich dich nicht gehabt hätte. Wenn ich dich nicht gehabt hätte, wäre ich schon angestaltet, dass man Start drücken muss, um irgendwas zu bestätigen. Aber immerhin müssen wir wieder da anfangen. Naja, das war auch der Anfang des Lebens. Ja, eben waren wir, ja genau, der zweite Level, eben waren wir ohne Taunton unterwegs. Ja gut. Schweine. Oh, das Schild, das ist unerlässlich. Ich finde bei diesen Spielen leider so frappierend, was für Gegner man sich da fertig machen muss. Man stirbt jetzt nicht gegen, im Kampf gegen die Imperialen, sondern wird von Wildschwein totgebissen. Ja, weil wir nie gut genug sind, um von den scheiß Ausgangsplaneten runterzukommen, wo ich, um überhaupt da gegen Imperiale zu kämpfen. Verdammt. Ich brauche hier wieder den Schild. Aber das Schlimme ist, töten wird uns hier eben wieder die Grube, die zweite. Ja, nicht, weil wir zu früh springen oder zu spät, was auch immer. Ich habe einen Detonator. Oh, da kannst du oben hier diesen Knopf drücken, wenn irgendwann mal schwierig wird. Ja. Das ist dann die Special Attack. Springen! So. Da ist jetzt, da muss man jetzt gucken.
Da muss man ganz weit nach rechts hüpfen. Oder? Ey, wo nicht? Dieses Vieh ist schon, hat mich schon wieder gehört. Ich mach das jetzt. Bedingt. Ich mach das jetzt. Und dann schubst. Fies. Ja, ich war voll bereit zu springen. Ich wollte es tun. Erstes Blaster. Können wir uns einfach darauf einigen, dass wir Freunde sind? Schick ein. Leichter gesagt, ist wieder. Kann doch nicht sein, dass wir es. Du bist sogar schon übers Loch. Ja, ja, ja. Ich hab's halt mitgekriegt. Ich hab dir gar nicht die Gebühren und Respekt dafür gezollt. Okay. Weil wir angebermäßig, du das jetzt so ohne Erwähnung da drüber gesprungen bist. Ja, das ist das. So macht man das einfach, ne? Ich weiß auch, der Erfolg, der Grund, warum du es geschafft hast, weil du mich die ganze Zeit gelabert hast. Ja, aber es gehört so ein bisschen dazu. Verlierst du nur Gutes und rede darüber. Bam! Du bist wie so ein Panzer. Boah, mega Energie eingesammelt, ey. Jetzt fällst du da ins Kopf. Was? Das habe ich ja nicht raus. Was ist das, was da so dieses Blaue? So ein Rest? Oder was? Da sind diese Kristalle am Boden, genau. Ich meine, das macht jetzt theoretisch storyline-mäßig noch Sinn. Man hat ja nicht genau gesehen, was Luke auf Hoth da alles so passiert ist, als er auf dem Town rumgeritten ist, oder? Das hat man ja nicht richtig. Oh, fuck! Aber ich bin stolz auf dich, du bist echt weit gekommen. Vor allem, dass du noch so eine Stunde fällst. Damit ich auch genießen aber kann. Ich schlecht. Ja. Und man weiß nicht, was dem passiert ist da, als das Town unterwegs war. Vielleicht ist das alles schön, dass wir einen Continue Point hatten. Ich will das jetzt auch schaffen. Jetzt wäre es nämlich der Ehrgeiz. Hättest du nicht lieber zum Laser? Ja, sollte ich. Weil Luke, das macht auch Sinn, dass ich zum Blaster wechsle, weil Luke ist da ja eh noch kein ausgebildeter Jedi. Der ist euch der abgeklärt. Das ist in den Comics, die ich gerade lese, auch so. Da ist der auch einfach noch nicht gut am Laserschwert. Eine Drehbank. Noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, wirklich. Das ist noch der trottelige Luke, der sich von dem. Der Peitschwornige, der. Das ist das jetzt schon der Mark Hamill mit der Gesichtslähmung? Verletzung, das war doch der Motorradunfall. Was, ein Motorrad? Ich dachte, das ist ein Autounfall. Ja, Motorradunfall. So, wie bist du jetzt eben darüber gekommen? Bist du von hier? Einfach, ja, gesprungen. Ich hab alles gedrückt, ey! Ah! Oh, nein! Ich hätte eh nicht mehr hochgekommen. Kannst, doch, kannst du, ich bin rechts hoch. Aber ich hab wahrscheinlich den Sprungknopf gedrückt. Das hätte nichts gedrückt. Wir machen das jetzt aber auch zum letzten Mal. Das ist die letzte Hoffnung. Wenn wir jetzt auf Level 2. Das ist die einzige Hoffnung, die wir noch haben, Leute. Also, so gut das auch anfing, aber wir sind zu schlecht dafür. Und aus heutiger Sicht haben wir nicht die Geduld, uns auf die NES-Schwere einzulassen. Du warst voll gut eben. Ich bin schlecht. Wie war das denn? Wie ist diese Verarsche? Top Gun? Nee. Hotshots. Du warst gut in Wall Street! Den Spruch fand ich irgendwie am besten, ne? So fett. So, jetzt sitzt Kapital. Jetzt muss man hier aufpassen. Das war's. Die mächtigste Waffe des Imperiums. Das Loch auf Hoth. Nee, der Kack Taunton ist ein Doppelagent. Eine Machine. Was ist eine Dampfmaschine? Der komische. Hey Luke, der wird. Ich werde hier von so einem Flattermann getötet. Ganz brutal. Wenn jetzt das Herz nicht da liegen lassen würde. Ich habe das Herz gar nicht gesehen. Für jeden Gegner, den du kriegst, würdest du sagen, ja. Ja, aber. Da, ein Herz. Nimm das ja, mit. Aber das, der Saubär da, der ist recht tot. Nimm das Herz. Ja, ein Detonator, jetzt hast du. Ah ja, die Atombombe los. Das war voll unsinnig, das an der Stelle zu machen, aber ich wollte es mal tun, bevor ich sterbe.
Ja, das war jetzt gut. Nur das zweite Auto ist wieder fast voll. Oh, krass, fuck. So. Nicht mit mir. So, jetzt muss man hier vorsichtig sein. Hier muss man vorsichtig sein. Oh. Na, wie bist du denn gestorben? Ja, ich bin irgendwo reingefallen, natürlich. Boah, da sind sie wieder! Oder überhaupt? Wie aus auf dem Netz, ja. Die zerbersten richtig in so detaillierte Einzelteile. Oh, schön wäre gewesen, wenn die ein paar Herzen da gelassen hätten. Piss dich einfach. Nein! 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 Okay. Das war ein schöner Abschluss. Ja. Genau so sieht's aus. Wir sind wieder, haben total abgelost, aber ihr habt hoffentlich einen kleinen Einblick in Super Empire Strikes Back bekommen. Bis zum nächsten Mal. Irgendwas mit Star Wars, bis der Film anfängt. So sieht's aus. Gleiche Stelle. Super irgendwas mit Star Wars, bis der Film anfängt. Es ist Star Wars, es ist super. Es ist super Star Wars. Diesmal Super Return of the Jedi. Davon haben wir die NES-Version gar nicht gespielt. Die ist nicht in deinem Besitz, kann das sein? Die gibt's gar nicht. Es gibt keine. Krass. Also, wir legen los. Sogar der Atari hatte einen, aber der NES hatte keinen. Hoffen wir, dass wir es diesmal irgendwie in Level 2 schaffen. Oder 2 von 1. Naja, in Teil 2 des ersten Levels. Das da kommt nichts. Das ist nicht. Da kommt nichts? Boah, das ist hier live im Fernsehen. Das sollte man nicht machen. Man sollte das wirklich sauber machen und nicht hier so drauf rumpusten. Hat auch noch nie jemand gemacht. Ha, geht doch. Sehr gut. LucasArts. In Stereo. Ja, ist ein Fortschritt. Was hatte ich als Kind? Was? Das Super Star Wars. Ach, das hast du wirklich damals als Kind schon. Ja, okay. Aber ich war auch damals scheiße. Du hast nicht durchgespielt. Aber das hatte ich als Kind. Geil ist, dass da dieses Jabba. Lonius Crump oder so. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Denk auf Easy Stern. Dankeschön. Aber sowas. Juhu! Wir hätten uns vor Passwörtern raussuchen sollen, damit wir in der Level 10 springen können oder so. Hier kannst du, glaube ich, auf Start drücken, weil da kommt jetzt nur hier die. Obwohl die Musik immer episch ist, aber nein, die Zwischensequenz möchte ich sehen. Was ist die Zwischensequenz? Ich will morden. Oh! Ja, das wurde jetzt bestraft. Ah! Das? Tja, you've lost. Ich hab keine Ahnung, was ist das? Welcher Teil aus. Wie springt man denn hier? Lach mir an. Was ist das gerade? Was passiert da überhaupt? Wir sind jetzt auf dem Weg, jetzt so hüpft man. Wo hüpft man denn? Auf dem Weg zu Jabba's Palast. Oh ja. Das hab ich nicht gesagt. Das war bockschwer. Springen! Sehr gut. Pixel genau. Aber schießen halt nicht, ne? Hey, warum auch was denn? Was ist das, was mich da. An Schweine! Es greift dich nichts an. Du fährst nur gegen irgendwas dagegen. Springen! Rechts! Alter, jetzt geht's auch rund. Das ist Malte, du sollst nicht jeden Stein mitnehmen, du sollst den ausweichen. Das ist eine Stadt irgendwo. Okay. Ja, lass doch nicht ein. Ah! Alter, ist das schwierig. Aber wie jetzt? Was sagst du denn? Der eigentlich die ganze Zeit ein. Das sind diese. Ja, aber jetzt bringt dir das. Ja, das sehe ich. Das ist keine Ahnung, Bonuspunkte, Continuous? Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwie Machtpunkte? Ich darf nicht mal Blast sagen. Ich find's gut, dass nicht mal so quasi so ein Opening Credit kommt. Ich glaube, es gibt auch so eine Zeitbeschränkung. Dass nicht mal so ein Opening Credit kommt, so wie Luke ist auf dem Weg zu Jabba. Da auf dem Weg dahin wird er von wild gewordenen Steinen angegriffen. Ja. Weiche den bitte aus, danke. Die Steine der Macht. Ich muss sagen, am Anfang war es Bock schwer, jetzt wo ich so ein bisschen raus habe, ist es eher ziemlich langweilig. Weißt du, woran das liegt, fürchte ich? Die Zeit ist abgelaufen. Nein! Ah, ich hab's geschafft! Die Zeit ist abgelaufen! Ich muss sagen, ich bin nicht beeindruckt. Aber vielleicht musst du mal einfach so lange fahren, bis die Zeit abgelaufen ist. Du weißt es nicht. Ich muss mir das überlegen in dem Sinne. So. Oh, man kann aussuchen! Ey, natürlich Chewie, Freunde. Wahrscheinlich ist das schwierig. Aber dann hättest du mal den so Blaster? Ja, was egal. Nimm den Chewie. Allein haben wir aber alle mal eins. Ich nehm Chewie. Aber Slave Layer?
Hast du die Controversy mitgekriegt? Dass es jetzt darum ging, dass sich Leute beschwert haben, dass es Slave Leia Merchandise gibt, also in dem Sinne, weil die da ja so sexualisiert ist. Und sie aber einen sehr guten Kommentar dazu abgegeben hat, fand ich ganz cool. Also, das meinte Carrie Fisher hat halt selber einen, der Sinne von, ja, die waren nackt, aber es war ja in dem Film immer so dargestellt, als wäre das was Schreckliches für die, nicht in dem Sinne so, boah, geil, Leia sieht voll geil aus. Und sie hat sich ja selber aus der zyklischen Lage befreit, die sie in der Kette umgebracht hat und dann wieder was Vernünftiges angezogen hat. So sieht's aus. So, ich nehme Leia. Oh, ah, hier. Guck mal, ich bin die Kopfgeldjäger Leia. Jotta, Jotta. Ja. Okay, ich dachte gerade schon, der nimmt mich jetzt nicht direkt weg. Fairerweise für das Spiel muss man jetzt mal. Wie setze ich den Iterator ein, falls ich den gleich verwende? Ich glaube, hier oben das ist der blaue Knopf. Fairerweise, es gibt sogar Special Voice-Over für Leia, die macht, wenn die getroffen wird, mit ihrer weiblichen Stimme ihre ja. Schmerzen. Ach, okay, boah, ich dachte schon, ich wäre jetzt auch tot. Ach, ich glaube, ich habe früher auch noch mit Leia gespielt bei dir. Boah, weißt du, was mir auf den Sack geht? Das sind diese Jawas am meisten. Da tut die dir leid, als hätte ja, ich das aus Werbe, den habe ich auch aus dem Bild. Und dann ganz hinterfotzig. Schmeißen die ein. Oh, Anatomiefall. Ich finde das, weißt du, warum das jetzt schon mein Lieblingsteil ist? Wenn man irgendwo daneben springt, ist man nicht sofort tot, sondern unten geht's auch weiter. Noch oben würde man wahrscheinlich nur irgendwelchen Scheiß finden, oder? Sind das noch die Schweine aus dem zweiten Teil, ihre Wüstenverwandte? Sehr. Helpsort. Oh, Alter. Da ist Leerkopf, ich muss mich selber. Ich möchte ja nichts sagen, weil Leerkopf. Ich hab Leerkopf. Könnte auch mein Solo sein. Und ist direkt verbraucht, ne? Wirklich. Oh, da kann man auch so. Eine Säule. Sag ich nicht so. Aber man kann nicht die Waffe wechseln. Okay. Da oben ist was! Ja, da kommst du nicht dran. Ja, kein Mangel, Alter. Jetzt hast du, wenn viele Feinde auftauchen, hast du eine Waffe. Effizient. Das bläst ja wie alles sowas. Und gibt dir mal die Waffe weg. Oh, hier der Sand. Oh, ja, so! Jetzt so. Ich hoffe, das war sowas wie ein Level-Support oder so. Das finde ich. Meinst du, inzwischen? Ja. Nein, der schleppt mich jetzt zurück. Der... Oh. Ey, wie weit will der mich denn? Ey, was ein Penner. Ich glaube, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack, was einem in der Snake-Falle passieren kann, ne? Noch nicht leicht, aber. Noch einer. Auf Normalschwierigkeitsrasch tötet der wahrscheinlich sofort. Dann wirst du in den Vulkan geschossen. Och! Okay. So Herr der Ringe-mäßig. Ah, da war jetzt tatsächlich mal ein Loch, okay. Ah, dann nehme ich doch jetzt mal einen anderen. Ah, komm, dann nehme ich Chewie. Obwohl er bestimmt Kacke ist. Chewie ist bestimmt Kacke. Glaub ich. Ja, der wird geil, wer ist da? Wie du da so stehst. Bisschen stoisch, aber. Boah, Blaster sie tot. Der spielt sich nicht so gut. Das ist so ein bisschen wie mit Bigfoot. Die haben alle den Doppelsprung anscheinend. Das habe ich nicht mehr im Kopf. Jetzt hatte ich das Vieh geschafft, aber das ging ja noch. Ja, gewehrt. Und Schuhe ist wahrscheinlich schwerer. Diese Dinger ein. Die Magic! Nicht... Boah, krass, du bist drauf. Ist er abgefahren. Nein! Nein! Scheiße! Ach, das war eh ein Zwischenstand. Ja. Okay, ja, dann muss ich natürlich jetzt Loot machen, ne? Ja klar, damit man alles gesehen hat. In Level 1. 2 quasi. Oh, du kannst es nicht erkennen. Ah, und der dunkle Look. Wahnsinn. Ich hab den Helikopter. Ich hab das Shuttle schon gekillt. Ich weiß, dass ich den hab nur springen lassen in den Tod! Ja. Hey. Ja, gibt's hier nie einen, das ist okay. Zip. Und damit hab ich meinen Cousin früher mal aufgeregt. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Jetzt mal aus. Guck mal, der Peter, der war wohl, der war geil. Idiot. Hätte der Peter das geschafft? Lass mal auf hart stellen. Wir haben ja jetzt gespielt, wir kommen eh nicht weiter. Lass mal auf schwierig stellen. Achso, Mist, jetzt hab ich auf Try Again gemacht. Ja, dann ist okay, dann tryen wir erstmal mal again. Dann nehme ich jetzt leer. Ja. Nehme ich jetzt Schuh. Schuh ist scheiße. Schuh, den Blast. Hat
sind wir bei... Julia ist auf jeden Fall der Einzige, der... Ich glaube, wir sind bei den Continue-Punkten. Ja, krass, wie gut. Gib alles. Wow. Ja, also, spring nicht so um 800... Wow! Was, der geht so. Nein! Nein! Oh, das ist auf das Nein! Auf den... Ich glaube an Chewie. Wie bin ich von Chewie Holmes, ne? Ich baller einfach ab. Ey, dieses wild gewordene Shuttle. Geh weiter! Ich schaff nicht mal das Shuttle-Schein zu besiegen. Geh weiter! Lass es doch zurück! Nee, ey, ich hab persönlich nicht. Nein! Oh, oh. Lass mich los! Oh. Wow, was war das für ein Ding? Glück ist das nicht reanimiert, das Ding. So, erstmal du hast den Doppelsprung, setz ihn, wirst du nicht? Nein! Der hat keinen Doppelsprung! Der hat einen Doppelsprung! Ich hab doch gedrückt! Ja, aber nicht zweimal. Ja, klar! Ach! So, jetzt, Freunde. Keine Faxen mehr, ne? Das ist doch gut für, du hast doch voll das fette Laserschwert auf. Ja, sagt sie alle. Auch privat. So, was hast du denn jetzt? Wahrscheinlich mal halt unter Schutz. Bitte, wenn das kann ich starten mit mir. Boah, ich hasse diese Sprünge. Elemente. Wow! Aber das ist was, was es in modernen Spielen irgendwie fast gar nicht mehr gibt, oder? Also, Sprung. Also, so Sprungpassage. Also es gibt die noch, also zum Beispiel in Uncharted für die PlayStation 3, da gab es immer Sprungpassagen und die waren halt nicht so richtig schwierig. Also du musstest zwar springen und viel auch machen, aber es ging nicht mehr darum, ob du den Sprung überhaupt schaffst, sondern es ging mehr darum, weiß ich nicht, schaffe ich im Sprung eine gewisse Tastenkombination zu drücken oder so, aber nicht mehr so essentiell wie früher, also nach dem Motto, schaffst du es überhaupt von Plattform A zu Plattform B oder so. Recht. Mit Recht, das hat einen nur aufgeregt. Das setzt mich in Stress. Heute sozusagen wollen die Leute auch nur entspannen, wenn sie spielen. Damals also ich persönlich finde das ja tendenziell das schade, dass viele Spiele so zu leicht werden. Ja. Also klar, ich habe jetzt auch, also so die Nestphase war jetzt vielleicht auch ein bisschen heftig, wo du irgendwie nicht bei Level 2 rausgekommen bist. Aber so dieses, ich will ja auch nicht ein Spiel so ohne, komplett ohne Widerstand durchspielen, das ist so ein bisschen. Ja, es ist halt immer gut, wenn du das einstellen kannst. Ne? Das ist, glaube ich, so da. Ja, aber so ein bisschen mal verrecken, aber ja auch mal. Ja, aber heute, die Leute haben auch keine Zeit, so viel zu spielen. Ja, deswegen meine ich ja, eine Balance, eine gute Ausbalance. Also, boah, die fucking Mutini da. Tun sie dir so leid? Also mir haben sie voll leid getan hier in den ersten Dingern da. Wo die Sturmtruppler auch ihren Sandcrawler zerstört haben. Aber jetzt beschmeißen die mich damit mit Steinen. Was soll das denn? Das ist so tot durchs Laserschwert. Wie wenn so eine Katze irgendwie von der Autobahn rettet oder weiß die nicht. Ne? Das finde ich dann. Meinst du, ist undankbar? Ja! Ja. Boah, ich habe mal so einen Film gesehen, da wollten so Tierärztinnen irgendwie so einen Schwan retten. Und der ist eigentlich ganz gut davongekommen, der Schwan, bis die beiden aufgetaucht sind. Dann hat er sich von denen erschreckt und ist dann vom LKW gelaufen. Das ist aber nicht schon. Irgendwie das Lustigste, was ich mitgesehen habe, sozusagen mit einem sinnlosen Tiertod. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Was. Dann bis ein. Wow! Du bist jetzt super schnell, oder wie? Das überfordert mich. Wow! Was passiert da? Was hast du da eingesammelt? Ah, fucker! Boah! Ja! Ja, Gott sei Dank. Jetzt. Hi! Nee, ja, das wäre dein Helm für Bonusbuch. So, was machen wir jetzt? Der Doppelsprung da drauf. Boah, dass das so ein weiteres ging, verstaunt mich. Boah, meine Hände sind voll feucht, weil irgendwann Angst habe, hier runterzufallen. Nein! Ja, aber das ist doch so in die Richtung. Ja! Lass mich! Nein! 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 Soll ich das auch so wieder? Nee, was ist damit sein? Feuchte Hände. Ich glaube, Luke ist das am leichtesten, weil der automatisch, wenn du den Doppelsprung machst, auch attackiert, ja, weil der das Laserschwert hat, ne? Ich liebe auch dieses, wenn du nicht mal weißt, wo es lang geht.
soll ich nicht. Nein! Oh, das ist gut. Alles gut. Soll ich da jetzt hochgehen oder rechts? Nee, geh hoch. Schon falsch. Ich hab schon mal auf dich gehört. Oh, wir gehen in die Luft, ne? Ja. Ich warte einfach hier. Sammel den ein. Nee, jetzt geh da hoch. Gehe ich jetzt hier einfach zurück gerade oder so? Nein, da sind ja noch die ganzen Sachen, der ganze Scheiß. Du arbeitest dich immer Ebene für Ebene höher, ja, bestimmt. Oder zurück. Also die Grafik ist eigentlich ganz gut bei dem Spiel. Nein! Boah! Also auf die Cam? Alles nur gut, läuft noch. Die Leute wissen uns, wenn wir dann immer noch zu brauchen. So geht's aber lang. Dazu. Da drauf. Der fliegende Teppich. Jetzt kommt mal bitte. Ist das hier Aladdin? Oh, Aladdin, das war geil auf dem Super Nintendo. Ja! Das war's. Auf dem Sega Mega Drive noch geiler. Das muss ich jetzt dazu sagen. Nein! Der bewirft mich jetzt bestimmt in den Kack. Und ich falle in den Tod, weil dieser Scheiß. Du bist überhaupt nicht in den Tod gefallen. Er wollte aber. Er wollte, dass ich sterbe. Du hast noch volle Energie, sagt er. So dämliches Spiel. Das regt mich trotzdem auf. Ich krieg mal so ein Endgegner. War das gerade so ein Alien-Ei? So, ich glaube jetzt ist es Zeit für den Endgegner. Oder ich bin wieder am Anfang des Levels angekommen, weil ich nach rechts hätte gehen sollen. Scheiße! Auf dich höre ich nochmal. Das ist ein altes Spiel, man geht immer nach rechts. Man geht immer nach rechts! Das kann ja nicht sein, da ist ja eben noch ein R2 gekommen als Zwischenstand. Ja, aber vielleicht haben wir den einfach. Ich habe eine persönliche Vendetta gegen diese Zwerge. Weil ich einfach so einen Sonic-mäßigen Super Dash-Durchlauf. Das war ein Leap of Faith. Wow, das hätte auch uns angegriffen. Boah, das hasse ich am meisten. Nein! Boah, das ist eh nicht. Das sagt man. Ja, jetzt ist auch mal gut, oder? Ja, nein, wir einfach so. Du übernimmst jetzt den Endgegner, damit der nicht langweilig wird. Er kommt doch bestimmt bald. Kommt auf jeden Fall ein Endgegner. Halt dich bereit. Noch nicht. Was sagst du denn mal bei den Sprungszenen? Ja, das stimmt. Ey, ich hab eben in dem einen Teil hab ich das mit dem Taunton vor dir geschafft auf dem Nest. Da war ich besser. Du hast auf jeden Fall gute Arbeit hier mit dem Gleiter gemacht. Das hat bestimmt. Dafür, dass ich das erste Mal noch über 2 Sekunden ins Loch gefallen bin. Wow! Wow! Mann! Alles meine Lieblingscharaktere aus Star Wars. Die große lila Ameise. Hast du dich noch gestorben? So, aber das ist jetzt auch ein Schuss. Und die Frage ist, wo ich jetzt starte? Bei dem letzten R2. Alles geht. Am besten die ganze Zeit hüpfen. Ich will das einfach wirklich. What the heck? Ich glaube, du bist da. Keine Ahnung. Wieso bist du jetzt so schnell gestorben? Weil du, glaube ich, aus so einem komischen Dornengedöns gestanden bist. Ja, willkommen zu einer neuen Episode von Irgendwas mit Star Wars, bis der neue Film anfängt. Heute sind wir immer Comics. Comics. Alt und neu, verschiedenster Länder und verschiedenster Länder eigentlich nicht in dem Sinne. Das sind ja alles Ami-Comics. Das ist ein Ami-Comic? Ist trotzdem ein Ami-Comic, okay, ich mal schätzen. Anfang. Das finden wir raus.
Ja, fangen wir chronologisch an. Ja, ja, genau, bevor der Malte uns irgendwie in, sag ich mal, in den aktuellen Zustand versetzt, was es so ist, mache ich vielleicht so eine kleine Retrospektive an Comics, was es gab. Und die allerersten Star Wars Comics, die es so mitgab, also vielleicht strafe ich mich Lügen, weil ich da jetzt auch nicht der große Kenner bin. Es gab, glaube ich, so einen kleinen Run mit den Marvel Comics tatsächlich, mit so Softcover-Heften, die es noch vor denen hier gab. Das sind halt im Ehapa Verlag erschienen. Erst gab es halt, da hießen die halt Krieg der Sterne. Dann wurden die in Star Wars umbenannt und dann wurden die in meinen Augen irgendwie gut, die Geschichten wurden freier, das musste zwangsläufig dann machen. Wie ist das da eins so? Ich kenne nur, die hat Panini auch mal so als Star Wars Classics rausgebracht, diese Sachen von Marvel. Das sind oder die dieser komische grüne Hase. Ja, die sind diese Classics, ich weiß nicht momentan auf dem ersten Stand, wie viele da rausgekommen sind. Die Classics haben ja erstmal die Krieg der Sterne Sachen chronologisch abgearbeitet. Vielleicht sind sie auch mittlerweile bei Star Wars angekommen und ich bin mir noch nicht sicher, ob die alles mitnehmen dürfen. Hier in der Reihe von Ehapa wurden natürlich auch die Filme veröffentlicht, also Star Wars, das Imperium schlägt zurück, Rückkehr der Jedi-Ritter. Das waren so die ersten. Und die danach, wo ich eigentlich nicht so viele haben, wer bringt die Dark Horse Sachen in Deutschland raus? Ist das Carlsen? Nee, die hat Panini. Hat Panini größtenteils rausgebracht. Nein, Panini war es auf keinen Fall. Dark Horse, also das, was du gelesen hast. Heute, jetzt, vielleicht in den letzten 10 Jahren, aber. Davor, kann ich hier nicht sagen. Ich weiß, dass Panini ja langlaufend diese Star Wars Sonderbandreihe hatte, wo sie verschiedene Serien in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht haben. Achso, das kam ja viel später. Das war ja schon Ende der 90er, Anfang der 2000er, so ziemlich. Also 96 fing es dann an. Aber davor war es auf jeden Fall, glaube ich, Carlsen. Ich lehne mich aufs Fenster, aber vielleicht können uns unsere Zuschauer korrigieren, die Star Wars Buffs sind. Und sich da super auskennen. Und danach gab es eben halt die Panini-Serie. Die Panini-Serie wurde immer noch läuft. Ja, die wurde losgestoßen tatsächlich, das ist vielleicht mal was Positives an sich durch hier Episode 1 bis 3, da war der Craze ja wieder da, also ich behaupte, das ging dann halt so 96, 97 halt auch wieder los. Wie viele treue Zuschauer eventuell unserer Comic Review Show wissen, ich habe ja irgendwann bei der Nummer 120 aufgegeben, was mich jetzt irgendwie ein bisschen ärgert, weil ja irgendwie nur. Haben sie sich neu gestartet mit dem Marvel-Neustart, zu dem wir gleich kommen. Aber das wäre ein schöner Abschluss gewesen. Und ja, der Überblick ist, glaube ich, auch, History repeats itself. Man kann quasi drei Dekaden einordnen. Einmal die Happa-Geschichte, du hast die Haupthelden, halten sich eventuell ein bisschen näher an den Handlungsstrang ran. Und dann geht das Extended Universe los. Von dem ich ja großer Fan bin generell, also ich hatte das ist ja auch immer so eine Diskussion, die ich finde, im Zuge der Filme aufkommt. Ich persönlich wäre ja stark für eine Verfilmung des Extended Universe. Und ich damit meine ich jetzt nicht Clone Wars, sondern die Videospiele, zu denen wir ja später auch noch kommen, haben es ja in dem Sinne vorgemacht, was du beackern kannst. Du kannst Knights of the Old Republic beackern. Du kannst halt viele, viele Jahre davor gehen, vielleicht sogar Jahrzehnte davor. Du kannst viel danach gehen. Du kannst einfach auch, das persönlich mag ich ja im Star Wars Universum, da haben wir uns ja bei den Comics mal so ein bisschen gestritten. Ich mag es ja auch, wenn in diesem Universum Geschichten erzählt werden, die in dem Sinne nichts mit dem Film zu tun haben. Also wenn du dir irgendeinen Kopfgeldjäger oder irgendeinen Stormtrooper oder irgendeinen, weiß ich nicht, Podracer oder so nimmst und einfach eine Geschichte von dem erzählst in diesem Universum, ohne immer diesen krampfhaft diesen Bezug herzustellen zu den Filmen. Also das ist der fünfte Cousin von Luke Skywalker und der hat dann irgendwann wir haben uns über diese James Bond-mäßige Story gestritten, wo ich meinte, ist doch ganz cool und du meintest, das ist zu wenig Star Wars. Ja, das kann ganz gut sein. Aber Extended Universe gab es halt genug, schon bei Ehapa, dann in der Folge bei Panini. Die letzten 50 Hefte waren ja quasi irgendwo Extended Universe. Aber dasselbe wird es auch bei jetzt der aktuell laufenden Marvel-Geschichte passieren. Ja, man lockt die Leute erstmal mit den altbekannten Figuren auf und früher oder später muss es halt in eine andere Richtung gehen. Ja, das war ja das, was ich, als ich die ersten Hefte der Star Wars Marvel-Serie, die jetzt mittlerweile ja auch auf Deutsch erscheint, gereviewt habe, habe ich gesagt, das ist alles ganz nett, das ist klar, wir haben eine schöne Zeichnung von John Cassidy und wir haben einen Kampf zwischen allen bekannten Figuren irgendwie im Rahmen auf so einer Waffenplattform und da kommt eine AT-AT und es kommt Vader und es kommt Luke auf dem Speederbike, also man hat wirklich in die ersten drei Hefte so alles reingesteckt, da war meine Aussage immer so, ich will sehen, wie sich das entwickelt, wenn die Geschichten erzählen, die über die Lücken der Filme hinausgehen. Das ist bis jetzt in dem Sinne nur eingeschränkt passiert, aber um das mal so als
Fazit vorwegzunehmen, ich finde das Niveau der Veröffentlichung hat ein sehr, sehr hohes, also ist ein sehr, sehr hohes, und ich bin überrascht, wie viel Spaß mir das Ganze macht. Um mal so einen Überblick zu verschaffen, also es gibt diverse laufende Serien, es gibt eine Darth Vader Serie, also eine Solo Darth Vader Serie, es gab eine Lando Calrissian Miniserie, die ist bereits abgeschlossen, es gibt eine Chewbacca Miniserie, die noch läuft, es gibt die Haupt Star Wars Serie, die warte, hab ich das jetzt falsch schon reingehalten? Wie rum funktioniert das? Nee, das wird verwirrt. So rum. Und es gab die Star Wars Shattered Empire Serie. Das ist eine Miniserie gewesen, die so als Prequel zum Film angeteased wurde. Und ich würde auch damit anfangen. Ich finde, das Negativste an dieser Serie ist, um das gleich vorwegzunehmen, dieses angehängte, künstlich angehängte Prequel-Ding. Weil das ist viel mehr oder weniger eher eine Fortsetzung der klassischen Trilogie, also wirklich ein Vorgriff auf die neuen Filme. Also keine der Figuren aus den neuen Filmen taucht da auf. Es spielt eher mit der Idee, und das finde ich eine ganz coole Idee. Star Wars endet damit, der Todesstern ist besiegt, alle sind auf Endor und machen Party. Aber diese, man muss ja mal bedenken, das Imperium ist ja ein solcher Apparat, als ob der Krieg damit so von jetzt auf gleich beendet wäre. Vielleicht machst du es ein bisschen allgemeiner, muss ich dazu sagen. Also die, naja, wenn du jetzt ich gehe am stärksten, das fand ich am interessantesten. Und im Prinzip erzählt das hier jetzt die Geschichten, wie es quasi noch einzelne Kämpfe gibt. Ja, ist ja einem klar, dass halt das noch weiterlaufen. Da gibt es im Prinzip eine Hauptfigur, die sieht man hier auf dem Cover, das ist so eine Soldatin. Finde ich ganz cool gemacht. Die jetzt hier einmal an Seite von Luke Skywalker nimmt, quasi ein kleines Abenteuer nimmt. Hier trifft sie auf Lando Calrissian und die ersten zwei Hefte sind noch so ein bisschen mit Leia. Fand ich sehr empfehlenswert, ist natürlich bei Panini, die sind ja nicht dumm, auch jetzt gerade als Sammelband vor dem Film rausgekommen, eine Empfehlung, finde ich. Ansonsten bleibt vielleicht zu sagen, die Star Wars Serie bleibt richtig, richtig gut. Die spielt halt immer noch zwischen Episode 4 und 5. Mhm. Hat super starke Zeichnungen. Mittlerweile ist es der zweite Zeichner, Stuart Immonen. Ich halte einfach mal was rein. Ist super. Dreht sich halt hauptsächlich auch um den Filmcast. Und wenn man jetzt natürlich gar nicht darauf steht, quasi sowas zwischen den Filmen sich abspielt zu erfahren, dann lohnt sich das nicht. Aber ich finde es sehr gut gelöst. Es ist weit genug weg von den Filmen, obwohl es dazwischen spielt. Chewbacca-Serie habe ich bis jetzt nur ein Heft gelesen, macht aber überraschend Spaß, geht halt, naja, man hat Chewie so einen kleinen Sidekick an die Hand gegeben, weil Chewie ja nicht reden kann. Und kann er Chewie auch. Wird halt hier ziemlich als Badass-Söldner dargestellt, was ich immer nett finde, weil der in den Filmen ja so ein bisschen eher wie der vertrottelte Sidekick von Han Solo rüberkommt. Und hier ist es so, Chewie ist schon ganz cool. Ganz große Überraschung fand ich diese Lando-Serie. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, hat Zeichnung von unserem Lieblingszeichner, über den wir uns schon diverse Male gestritten haben, Alex Maleev. Und geht halt, naja, um so einen typischen Schmugglerjob von Lando, wo dann im Prinzip man ein bisschen mehr über den Charakter erfährt, so ein paar Freunde, die er hat, wie die typischen moralischen Entscheidungen, die er treffen muss, diese typische Schmugglergeschichte. Und zum Abschluss, es gibt wie gesagt diese Darth Vader Serie, die gerade sogar in diesem Vader Down Crossover läuft. Und was da ganz interessant ist, ist, dass sie sich so entwickelt hat, dass Darth Vader quasi so eine Agenda parallel laufen hat. Also er findet raus, dass irgendwo im All dieser Rebellenpilot unterwegs ist, der den Todesstern zerstört hat, und er kriegt so, ihm dämmert langsam, dass das sein Sohn sein könnte. Aha, also so eine Hintergrundgeschichte. Und er versucht jetzt halt quasi hinter dem Rücken des Imperiums Luke Skywalker zu finden, während dummerweise das Imperium natürlich ein bisschen Misstrauen in Vader hat und ihm so einen Detektiv an die Seite stellt. Und der Reiz dieser Serie ist halt, wie Vader quasi immer versucht, hinter Brücken des Imperiums den zu finden, da so selber imperiale Schiffe ausraubt, um an Ressourcen zu kommen. Das Ganze aber gleichzeitig, also wie in The Departed von Scorsese, quasi er ermittelt seinen eigenen Fall. Also wie Matt Damon, der quasi versucht, den Verräter zu finden, obwohl er der Verräter ist. Und das finde ich eine sehr nette Sache. Leider haben die Zeichnungen hier ein bisschen nachgelassen. Am Anfang war LaRocca noch ziemlich gut. Aber jetzt gerade, na gut, das ist jetzt vielleicht ein ganz cooles Bild, aber ich finde generell lässt die Qualität der Zeichnungen gerade so ein bisschen nach. Alles in allem, man hat es vielleicht gemerkt, finde ich, aber dass Marvel einen überraschend guten Job macht. Es liegt natürlich auch daran, dass, also das ist jetzt für mich bei Dark Horse, ich fand die Geschichten oft sehr cool, weil ich das Extended Universe mag. Man hat aber eben gemerkt, dass da oft nicht die
A-Liste an Kreativen dran sitzen, einfach aus Budgetgründen, sondern vielleicht eher die B-Riege. Und das ist bei Marvel jetzt gerade anders. Die wollen natürlich den größten Reibach machen und pushen das Ganze mit ziemlich, aus meiner Sicht zumindest, prominenten und auch guten Zeichnern und Autoren. Und das noch merkt man das. Ich bin immer noch ein bisschen gespannt, wie sieht das Ganze in einem Jahr aus, wie sieht das in 2 Jahren aus, wie lange hält sich diese Qualität, wie stark gehen sie ins Extended Universe. Apropos Extended Universe ist vielleicht interessant, Marvel hat ja, also nee, Star Wars hat ja offiziell, der Kanon ist ja eingestampft, also Kanon sind nur noch die Filme. Der Kanon wird nie eine Rolle spielen. Nee, also Kanon sind nur noch die Filme und angeblich diese Serien. Na. Und der Rest ist ja, läuft ja jetzt unter diesen Legends. Vorher erst, bis Legends alles wieder weggewischt wird, so ein Neustart kommt. Also ihr müsst schon Vergnügen an den Sachen selber haben. Ach, und das ist das ja jetzt nicht nehmen. Das ist halt eine schöne Fantasie, immer so ein bisschen eine Hintergrundbeleuchtung für einen Charakter zu entwickeln. Und das ist auch irgendwie gut so. Ja. Hallo und herzlich willkommen. Zu irgendwas mit Star Wars, bis der Film anfängt. Wir nähern uns so langsam dem Ende dieses illustren Countdowns, sprich der Film rückt immer näher. Ich versuche schon vorzuschlafen. Wir sind froh, wir sind heiß, wir wollen den Film sehen. Mein Embargo ist immer noch aktiv, ich habe nichts mehr geguckt, nichts mehr gelesen, obwohl Harrison Ford gefühlt jeden zweiten Tag irgendein Interview gibt, was ich dann ignorieren muss. Boah, ich habe mich gestern so geärgert, da kam das im Fernsehen, da kam der Trailer, ich musste die Finger in die Ohren halten und die Augen zumachen. Das war irgendwie, ich wollte mich nicht spoilern, ich habe den ersten Trailer gesehen, mehr nicht. Naja, und das heute? Heute ja, wir machen einen guten Sprung in den Konsolen, nicht nur was die Grafikleistung und generelle Konsolengeneration angeht, sondern vor allem auch... eine Variation des Ganzen. Ja, nee, vor allem auch ein anderes. Einfach, dass wir haben bis jetzt kein Sony-Gerät. Das ist, wir spielen auf der PlayStation 2 heute Lego Star Wars 2. Die Originaltrilogie, wahrscheinlich kann man es jetzt nicht erkennen, wir rücken mal ein bisschen weiter weg, ist die Originaltrilogie. Es gibt ja angeblich sowas wie Vorgänger-Episoden, aber kann ich nicht nachvollziehen. Es ist ja nie passiert und deswegen spielen wir die Originaltrilogie natürlich. So. Vorteil ist von dem Ganzen, wir können zu zweit spielen. Und vielleicht sterben wir nicht im ersten Level. Dazu gesagt sei nochmal, wir haben uns jetzt tatsächlich, wir hatten so viel Spaß bei der Aufnahme, uns überlegt, auch das als feste Instanz bei uns reinzunehmen. Schreibt uns gerne drunter, was ihr vielleicht für künftige Reviews haben wollt oder wie wir das aufbauen sollen. Genau, künftig. Also quasi die Frage, wir überlegen halt Video-Reviews, Spiel-Reviews oder Video hier so gemeinsames Gezocke irgendwie als Reihe aufzunehmen. Dabei gibt es in dem Sinne keine Einschränkung, also macht Vorschläge für A, welche Spiele oder welche Reihen, welche Konsolen ihr Interesse daran hättet und zweitens, wie wir das Format gestalten sollen. Also sollen wir wieder hier weiter so durch uns durchfilmen, sollen wir nur den Bildschirm machen, mehr Anmoderation, ihr kennt das Spielchen, mehr Historie zu den Spielen. Uns ist natürlich klar, dass wir das ein bisschen strukturierter aufbauen müssen. Das sollte jetzt erstmal Spaß sein, Spaß an Star Wars, wirklich Vorfreude, ein paar Leute, die auch wie wir sich die Zeit verkürzen wollen, bis der Film anfängt, aber das würden wir wirklich tatsächlich ein bisschen stringenter angehen, wie der Video halt sein muss. Dafür dürftet ihr uns gerne schon Feedback hinterlassen. Ich würde mal sagen, ich hau mal den Ton rein. Ja, Und dann geht's los. Auf frohes Sterben. Ich bin heiß wie Frittenfett. So, ich hab genug. Das ist eigentlich ein Spruch, den ich von dir geklaut habe. Heiß wie Frittenfett? Ja, ich habe keinen gehört, der das so oft anmacht, bringt wie du. Und seitdem hab ich das drin. So, ein neues Spiel, oder? Richtig, sie. Und beziehungsweise hätten wir auf Optionen gehen müssen für 2 Spieler? Man kann es nicht. Nein, ich hab das Gefühl, das ist hier. Witzigerweise habe ich das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit noch mit diesen alten PlayStation-Controller in der Hand, weil ich in letzter Zeit sonst immer. Ich habe mit PlayStation 4. Oh, guck mal, ich hatte so eine Platinum-Edition der PlayStation 2. So, ich muss Start drücken. Oh Gott, ich bin Captain Antilles. Nee, einfach fortsetzen, wir haben es drauf. Ja, also ich muss nur gucken, dass wir springen. Wow, jetzt mal so als Frage. Wir spielen quasi, glaube ich, die Teile einfach so ein bisschen nach. Ja, du hast, das ist, glaube ich, hier so dieser Startraum, genau. Man muss von hier aus jetzt die verschiedenen Level anwählen. Hier kannst du gucken, welche Charaktere du spielen kannst. Ne? Du kannst theoretisch gucken, ob du... Hier kannst du das Design... Ach nee, hier ist der Design-Editor. Okay, dann brech das... du kannst später auf die Charaktere spielen. Schon viel überfordert. Du hast das jetzt mitgebracht, ne? Du musst das also ja in irgendeiner Form und in irgendeiner Art und Weise kennen. Die kommen jetzt wieder raus. Speichern und beenden. Dreieck. Okay. Nee, auf Abbrechen gehen. Achso, ich bin Spieler... Ich dachte die ganze Zeit, ich bin Spieler 2. Siehst du mal, so sind wir... Nein. Doch, der Abbrechen kommt. Nein. Doch, so. Ja, schön.
So, jetzt wieder normal. Also springen und schießen, das muss ja reichen. Also kannst du hier, glaube ich, eh nicht. Und dann gibt es so einen Aktionsknopf und das war's. Okay. Das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Hier, guck mal, Episode 4. Ist doch, fangen wir mal an. Müssen die hier irgendwen abschießen? Nein, das ist die, nein. Du kannst sie zwar alles zerballern, um die Sachen zu sammeln, aber das ist quasi, du hast die Kantina und das ist, bietet quasi deine Hauptbasis und von da wählst du die verschiedenen. Okay, wir machen mal Story-Modus, ja? Der Unterschied bei freies Spiel ist, da kannst du die Charaktere wechseln. Im Story-Modus spielst du die Story durch und dann ist natürlich vorgegeben, welche Figuren du spielst. Im freien Spiel kannst du dann zum Beispiel statt mit Leia jetzt mit Boba Fett spielen und dann mit seinem Jetpack an Sachen kommen, die du beim ersten Mal durchspielen nicht kommst. Wäre voll, finde ich jetzt eine Frage. Du hast das Spiel mitgebracht, aber hast du das schon mal gezockt? Hast ich habe es einmal kurz drin gehabt, aber ehrlich gesagt, nicht so aus dem Weil, ich sammle ja eher, als dass ich spiele. Damals, ich hab, weiß, dass ich das auf jeden Fall durchgespielt habe. Mhm. Cool. Ich hab es gab halt drei auf der PlayStation 2. Den Vorgänger, den zweiten und dann gab es die komplett zusammen. Genau, also ich habe mehrere davon gespielt. Ich habe das Indiana Jones Spiel gespielt und das erste Batman und Robin Spiel. Ja, genau, das habe ich auch ein bisschen. Obwohl ich halt sagen muss, das Batman und Robin Spiel, das war sehr simpel vom. Ich fand das Problem, ich finde die alle gut gemacht. Du hast halt viele Charaktere, du hast halt eine witzige Adaption mit viel Humor, mit diesem Lego-Humor. Du hast auch, das sind halt sehr viele Sammelspiele. Also es geht darum, der Anreiz ist nicht, dass das Spiel wirklich schwer ist oder. Also Gameplay-mäßig hat das großartiges bietet, aber du hast halt diesen Sammeleffekt. Du kannst tausende von Figuren sammeln, du kannst tausende von Leveln freischalten. Wie gesagt, dann hat das einen unglaublich hohen Wiederspielfaktor, dadurch, dass du dann mit jedem Charakter das immer wieder durchspielen kannst, um dann in verschiedene Level und Bereiche zu kommen, die du zum Beispiel nur mit den Jedi-Ritter freischalten kannst. Und, nur mit und es gibt alles Mögliche, also nicht nur Star Wars, sondern Harry Potter, Indiana Jones, Herr der Ringe. Das Problem war, irgendwann, nachdem ich am Anfang war, ich immer ein super Fan davon und habe die alle gespielt, du merkst dann aber relativ schnell, dass das Spielsystem im Prinzip immer, also nur mit einer neuen Maske. Das gleiche Spiel nur mit einer neuen Maske und dann habe ich ein bisschen das Interesse verloren. Wo ich dann jetzt ganz raus war bei diesem Lego Infinity. Lego hat ja jetzt auch dieses Spiel, wo du die Figuren sammeln kannst. Ah, Skylanders. Oh, das ist ja relativ neu, ne? Ja genau, da bin ich aber ganz raus. So eine Frage. Hast du den Lego-Film gesehen, Entschuldigung? Nein, nicht, aber ich habe sehr viel Gutes gehört. Ich habe nicht so viel Gutes gehört im Nachhinein. Nee, also ich habe nur, eigentlich nur Gutes gehört. Weil man hört ja auch nichts darüber. Das kommt mir echt nicht vor. Nur Gutes. Du musst Kreis genug halten, dann baut man so Sachen zusammen. Ich habe im Prinzip nur Gutes gehört und wollte dir noch gerne gucken. Hast du es aber auch nicht gemacht. Wie irgendwie die meisten Leute. Genau, hab's nicht gemacht. So, du musst an den anderen Schalter drücken. Ich bin so langsam. Das ist eine der Sachen, die du bei den Lego-Spielen angewöhnen kannst. Du kannst fast alles zerstören und dadurch Punkte sammeln. Das ist aber traurig irgendwie. Warum hat das jetzt nicht so zugegangen? Ich wollte da rein. Ich suche jetzt irgendwie die Imperialen. Guck, du kannst alles zerballern hier. Und hier ist ein Schatz. Und ohne es zu wissen, hier ist. Guck mal. Hast du schon aktiviert? Nee, ging irgendwie nicht. Vielleicht ist auf der anderen Seite auch noch einer, den wir wieder parallel gemacht haben. Nö. Wieso sollte ich eigentlich die Waffe wegstecken, frage ich mich gerade. Ach, guck mal, jetzt. Ach, das ist okay, guck mal, jetzt kannst du so einen. Kannst du so einen Hut aufsetzen. Also, ach, krass. Und das bringt einem dann. Also. Möchte ich das? Nee, ich gefalle mir so wie ich bin. Ich finde jetzt auch, jetzt sieht Leia ein bisschen dämlich aus. Ich profitiere immer von deinem Geballer, weil ich immer langsamer hinter dir hergehe. So, jetzt wollen wir mal den Punkt kommen, wo man auch. Boah, jetzt kommt Darth Vader! Oh, wie viele kommen da noch? Also, wir noch nicht so viel. Ja, wie viele kommen auf Vader? Hat alle umgebracht. Wollen wir hinterher oder? Ja, wir. Du hast deine Mütze verloren. Normal würde ich jetzt hier. Ja, diese Mütze. So. Kannst du da was machen? Ja. Oh. Das ist jetzt sowas, da kannst du jetzt nur hin, wenn du einen Blaster hast. Wenn du jetzt einen anderen, wenn du jetzt den Jedi-Ritter gespielt hättest, der keinen Blaster hat, dann kannst du das nicht. Also wirklich, ich fand die Spiele immer so. Oh nein! Die profitieren natürlich auch davon, dass die Grafik von Lego immer super wiedergegeben werden kann. Ich habe die damals auch mal auf der PlayStation 2 gespielt, die sind dann ja neu veröffentlicht worden noch für die PlayStation 3. Mhm. Und ich bin halt, war halt vollkommen überrascht davon, wie groß das Ganze geworden ist. Du hast den Lego-Film eben angesprochen, es gab dann auch. Was ich allerdings merke, es ging ja auch früher mal darum, zum Beispiel eine Xbox, die hatte ja wohl eine höhere Auflösung als die PlayStation 2. Und das sehe ich jetzt hier an diesem Fernseher.
Es kommt mir so vor, wir hatten jetzt diverse alte Konsolen hier dran. Und das ist ja aber auch wie oft, hier siehst du echt daran, es ist über SCART-Kabel, über Chimp-Card, wie relativ schlecht das Bild ist. Ne? Ich finde, das ist aber auch bei der PlayStation 2 wieder noch ein bisschen wie bei der PlayStation 3 3D-Grafik. Altert halt einfach nicht an. Guck, da kommst du nur rein, wenn du Oberfett bist. Oh. Bis da würdest du jetzt zum Beispiel den halt diesen freien Story-Modus spielen. Da könntest du jetzt mit Boba Fett statt mit Leia spielen. Das ist halt so ein bisschen was, das ist wie CGI. CGI altert schlechter als richtige Puppen. Und so finde ich das bei Videospielen auch. Generell 3D-Grafik altert halt schlechter als... Das meine ich jetzt gar nicht in dem Prinzip, dass sich die Grafik jetzt so groß anbietet. Ich finde hier, nicht wie das aufgelöst ist, einfach die Bildqualität, die ist nicht gut. Die ist schlechter als bei der Original Xbox beispielsweise. Ich habe nie tatsächlich und schade, dass du, sag ich mal, die Möglichkeit eben, okay, theoretisch bei der 40 Gigabyte Version oder was war das bei der alten PlayStation, die fette, ne? Ja. Da hättest du wahrscheinlich die Möglichkeit, das upgescaled zu spielen, aber sonst leider nicht, ne? Weil hier ging es auch. Oh, das hat sich ja gar nicht gegeben. Boah. Also ich merke halt definitiv, das ist ein richtig schlechtes Spiel, um das so anzuzocken, weil das wie gesagt nur... Lass mich doch, ich will auch... Ja, genau, das wollte ich. Und lässt mich ich finde, das ist irgendwie ein schlechtes Spiel, um das anzuzocken, habe ich das Gefühl, weil... Ja, so, wir müssen jetzt irgendwie den... Müssen wir den da hinschieben? Los, mach das! Ah, nein, du kannst ihn übernehmen, so, ich schon. Mach doch mal. Haben wir dann die Klassen übernommen, den Knopf? Nein. So, der macht jetzt auf. Oh. Ich finde, das ist ein schlechtes Spiel zum Anspielen, weil das halt so oft auf diesen Sammeleffekt geht. Mhm. Und der ist natürlich, dass mich interessiert jetzt beim Anspielen natürlich nicht im Scheiß zu sammeln. Ne? Noch schöne Interpretation. Hast du jemals. Ich habe kein einziges Lego Star Wars Figürchen oder so, das war mir immer zu teuer. Ich habe tatsächlich zwei Stück in meinem Zimmer stehen, einen Stormtrooper und einen Speederbike-Piloten. Ha! Entschuldigung! Oh nein, ich habe... Ah! Das ist ja cool. Ein bisschen. Ich bin eher zwei. Oh. Einen Speederbike-Piloten habe ich. Und ein Boba Fett in Weihnachts mein Outfit. Also nicht. Was, woran man jetzt schon erkennen kann, dass ich halt das Spiel in ich habe einen Lego Adventskalender gekriegt von meiner Freundin vor 2 Jahren, glaube ich. Mhm. Ja. Nee, das war mir immer irgendwie zu teuer. Ah, geil! Boah, ist das gut? Hast du das gesehen, was ich gemacht habe? Ja. Boah. Ich finde, das ist gerade so ein bisschen Sparmodus, dass ich hier einen dieser Druiden spielen kann und nichts machen kann. Aber ja. Also du musst mich bestimmt damit rüberfahren. Fahr okay, mach ich gleich. Warte, ich will noch ein paar Armeen fahren. Das war's halt. Ah, ne, der senkt das jetzt ab. Das ist praktisch. Ne, aber den hat meine Freundin mir netterweise zum den Adventskalender geschenkt und da waren so ein Haufen Figuren und so. Es ist schön, böse zu sein. Hast du gesehen? Ich bin schon einen Schritt auf die dunkle Seite gemacht. Oh, was passiert hier? Du musst da rüber. Ich glaube, ich muss dann doch nochmal hier auf den... Ah, doch, da hinten. Okay. Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, wenn du mich mit dem Kran einfach... Da, ja, du musst mich mit dem Kran da rüber heben. Oh. Wow! Verdammt mich. Wo bin ich? Oh, jetzt muss ich zurück zum Kran. Ja, warte. Wie willst du das? Okay. Sommerkran fahren. Trecker fahren. Ich war gestern beim Wrestling, WXW, da gibt's einen, der hat den Spitznamen der Kran vom Balkan. Der geilste Wrestling-Spitzname, den es hier gibt. Achso, du musst aber jetzt erstmal RTW zu übernehmen, ne? Oh! Nein, Zigarette, Moment. Okay. Drei Gründe. Okay, jetzt hab ich ihn. Jetzt musst du mich nur noch. Hier, guck mal im Schatten, das müsste klappen. Achso, warte, was muss ich hier drücken, um hier runter zu. Schuss, also vier. Okay. Und lass mich bitte erst runter, wenn ich. Ha! Geilo. Mach's gut, ihr Luschen!
Also das ist eigentlich der größte Reiz. Ich finde, gameplay-mäßig haben die Spiele halt nicht so viel zu bieten, dass sie natürlich auch irgendwie auch da, vielleicht auch darauf ausgehen, dass Kinder sie zocken können. Dieser Sammelfaktor ist halt ganz nett. Und halt das witzige Nachspiel der bekannten Filme und so. What's happening? Ich war nicht kaputt! Wow, oh nein! Aber ich kann mich halt nicht daran erinnern, dass ich, als ich die Spiele gespielt habe, irgendwann mal so in diesem Modus war, ey, ich muss das jetzt nicht schaffen und das ist zu schwer oder so. Oh, das ist ein Loch gewesen. Wir müssen eine Brücke bauen hier. Mehr zu einigen was? Ein bisschen, ja. Du kannst aber auch wieder den Jahren übernehmen, ne? Was? Kann ich den Jahren? Nein, die Rebellen nicht. Ah, da ist er wieder. Und ich bin wieder im Spiel, Freunde. Warum habe ich das schon viel früher gemacht? So, wir brauchen einen Stormtrooper-Helm. Was? Wir lagen noch genug rum. Ja, wir kommen aber hier nicht durch die Tür ohne Stormtrooper-Helm. Oder? Aber können wir nicht einfach rechts rumgehen? Ja, können wir, aber dann werden wir nur einen Stormtrooper-Helm finden. Da gibt es bestimmt jetzt hier so eine Maschine, die einen so einen Helm aufsetzt. Oh, Entschuldigung. Was für ein Gewinn, diese so erste Herz zu nehmen. Gleich mit dir hier. Boah, ich wünschte, ich hätte mit meinem Herz wohl nicht so zusammengeklungen. Oh nein, Hilfe! Nein, ich möchte den anderen haben, bleiben! Geh mal ein bisschen zurück. Ja, warte kurz. Ich will lieber den anderen. Nee, du kannst ja jetzt drin bleiben, du musst jetzt gleich doch eh auf den Platz kommen. Oh, was haben wir? Wo bist du denn jetzt? Lass mal gucken, ob jetzt hier das Ding auf ist. Ja, vielleicht müssen wir rein. Aber da in dem Wasserbecken da hast du alles gemacht, ne? Ja, da war nur ein Schalter. Okay. Ich muss jetzt nur. Ja, die schwierigste Sache. Ich muss diese Rampe hochgehen. Ah, ich hab's geschafft. Ziehen wir den Schalter runter. Jö. Ah. Holla, die Wald fehlt. War jetzt nicht gerade auf Tomb Raider Level das Rätsel, ne? Nee, ich hab. Jetzt kommt er aber neu. Ich hab's geschrieben, dass er keine Hände mehr bei mir hat. Okay, was passiert jetzt? Ah, andere Rampe. Also ich muss gestehen, hättest du mich jetzt vorher gefragt, habe ich das Spiel immer gern gemocht, aber mir finde ich das gerade ziemlich langweilig. Ja, für Kinder ist das vielleicht recht. Für Erwachsene wahrscheinlich zu viel Unterbrechung und so, weil die Rätsel auch nicht so schwer sind. Ich schlage vor, wir machen noch die nächste Szene so ein bisschen, dass man die mal gesehen hat und kommen dann auch für heute zum Schluss. Ne? Oh. Blo, 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 blo. Ja, die reden halt so wie Sims, ne? Irgendwie so ein Kauderwelsch. Wie nett. Wie süß. Und wieso ist das jetzt echte Wüstenlandschaft und keine Lego-Wüstenlandschaft? Das ist faul. Ganz ehrlich. Guten Abend. Stimmt, die sind ein bisschen wie die Mainzelmännchen. Oh, Jimmy! Ah, cool, komm mal, dann können wir in Episode 5 noch ein. Was ist denn Episode 5? Und das sind alle Figuren, die du quasi ja gespielt hast. Boah, ja, das ist interessant. Das war auch, fand ich, so ein Nachteil, zum Beispiel, warum Indiana Jones mir nicht so viel Spaß gemacht hat, wie zum Beispiel die Batman-Teile oder die Star Wars-Teile. Aber wie viele interessante Charaktere gibt es bei Indiana Jones? Vielleicht 5? Von Indiana Jones? Indiana Jones? Und Indiana Jones, vielleicht noch den kleinen Jungen. Oh, den fand ich nervig. Ja, aber ne, das kann sein Film sein. Entweder hat er Bock, die Figuren zu sammeln. Ja, stimmt. Während bei Star Wars ist reichliche Möglichkeiten gibt. Bei Batman noch mehr irgendwie, ne? Wollen wir schon. Na, komm, das zocken wir noch kurz an.
Nee, lass mal wieder in die Mos Eisley, genau. Ich will in die Mos Eisley Kantina. Damit wir mal in Episode 5, also in einer Level und so. Okay, das machen wir noch. Best Friends Forever. Ah, Ladezeiten hätten wir wahrscheinlich gar nicht mehr auf der. Ah, doch, das ist. Achso, die Installationszeiten werden. Ich glaube, das potenziert sich einfach nur, weißt du? So, das ist Episode 4, da wollen wir nicht rein. Wir wollen jetzt in Episode, was ist das? Ist das geschlossen am Member-Bereich? Nee. Hier, Episode 5. Eins, hier. Das ist doch noch mal reingeprügelt. Muss so sein. Nochmal auf Start. Ja, kann ich. Also X, kann ich immer bringen? Doch, kann ich auch schon. Jetzt kannst du. Boah! Aus Mini. Hast du Legos daraus? Nicht nur Figuren oder nicht nur Raumschiffe? Ich habe von Lego habe ich gar nichts mit Saus. Ich habe mir gesagt, bevor ich überhaupt damit anfange, dass ich eine traurige Liebe, habe ich mir gar keine Sachen geholt. Das ist aber ein geiler Scheißball, ne? Ja, aber ich habe das mal. Das, was ich haben wollte, habe ich auch als. Also ich finde den Super Sternzerstörer zum Beispiel nicht. Ja, du machst das leider. So, da schlagen wir den Bogen zu den ganzen Super Nintendo und den Netz spielen. Da ist das Town Town. Also ich kann euch jetzt schon versprechen, wenn es einen zweiten Teil gibt von den Star Wars Filmen, machen wir diesen Countdown wieder. Und ich habe noch genug Zeug für die Xbox, für die PlayStation 2, das für den Gamecube. Das ist ja auch schon ein interessantes Thema. Ich bin ja bei Videos, ich bin ja was Comics angeht, auf jeden Fall ein Sammler. Ne? Mhm. Ich bin was Videospiele angeht, null Interesse am Sammeln. Also bei so Retro-Sachen wäre das vielleicht noch der Fall, aber bei meiner PlayStation 4 ist es zum Beispiel so, wenn ich was ich durchgespielt habe, wenn ich das verkaufen kann, um ein anderes Spiel billiger zu kriegen, bin ich sofort dabei. Das bei hatte Comics, ich früher. Aber ich jetzt, ich bin ja eher Retro-Sammler und da sind die Sachen ja meistens, na gut, wenn du wertvolle Sachen hast, nicht so günstig, aber du versuchst ja irgendwelche Serien dann zu sammeln. Ich interessiere mich zum Beispiel sehr, also Star Wars versuche ich halt immer Street auch irgendwann, Fighter. Street Fighter, Wrestling-Spiele, Flipper, ich sammle für jedes... das ist ja auch was anderes, wenn ich jetzt einmal bereits eine Retro-Sammlung hätte, würde ich die natürlich nicht wieder verkaufen, aber ich meine, es entsteht bei mir einfach keine Videospielsammlung. Ja. Ich habe meine, als ich mir eine PlayStation 3 gekauft habe, ich die PlayStation 2 verkauft mit allen Spielen, als ich die PlayStation 4 gekauft habe und die PlayStation 3 weggegeben, habe ich da... Nee, ich will mir jetzt noch eine PlayStation 4 besorgen bei Gelegenheit, bin aber ein geiziger Bastard. Also ich glaube schon, dass ich die irgendwann für... Oh, Raumschiffe. 70 Euro oder noch mal schießen kann. Das reicht mir, ich muss die ja nicht unbedingt haben. Ja, es wird ja jetzt immer billiger aktuell, ja. Kriegst du die ja mit dem... Obwohl mittlerweile bin ich auch an der 4 interessiert. Es gibt eine Kopie von Shovel Knight, habe ich gesehen. Ja. Ich hab irgendeine Bombe aufgebaut, ohne genau zu lesen, was ich... Das ist hier diese Harpune, die brauchen wir für den großen Attack. Ja, man konnte da auch so wegschießen. Die Sache ist halt, Boah, das macht mir viel mehr Spaß als das eben. Mal mehr! Da ist nix. Hier ist was. Ich spiele ja tatsächlich auch mit dem Gedanken, mir das neue Star Wars zu holen. Ich habe sehr viel Schlechtes immer gehört, sehr viel, ja, auch unter den Kommentaren. Also ja. Was ich mitbekommen habe, ist, dass der Singleplayer-Modus halt quasi nicht vorhanden ist. Aber das ist, finde ich nur, ist, also sagen wir mal so, das stimmt, das kann man auch scheiße finden. Dem Spiel, das aber in der Bewertung als Kritik zu kurz werfen, finde ich ein bisschen doof, weil von vornherein klar war, dass das ein reiner Multiplayer-Tipp wäre. Also, es ist ja nicht so, als haben sie gesagt, wir bringen ein neues Star Wars-Spiel raus, in dem Sinne, und dann fehlt einfach der, Ich habe halt bei vielen mitbekommen, die das gereviewt haben, dass da so der Kommentar, die haben halt gedacht, ja, mir ist klar, dass es das ein Multiplayer-Spiel war, aber du kommst nicht zum Multiplayer-Spiel, weil irgendwie schon Leute sich so da abgebrieft haben, das ist wohl nicht ausbalanciert genug, dass du ungefähr immer 3 Sekunden spielen kannst, bevor dich jemand umbringt. Naja, gut, aber das ist halt, finde ich, also, du musst halt, sagen wir so, ich bin halt der Meinung, du musst dir halt klar machen, was du, ich glaube, wir müssen nochmal zurück und irgendwie so einen Sprengsatz. Also auf jeden Fall bei den nächsten Spielen machen wir, also bei den nächsten Filmen, machen wir eine Review von Battlefront und auf jeden Fall eine Review von, der Ola hat ja jetzt, wenn wir nochmal in N64, eine Review von, Hot Racing auch und von den, da gab es ja diese X-Wing-Dinger, X-Wing-Spiele, ich komme jetzt nicht drauf. Ja, X-Wing, das ist TIE Fighter, Rogue Squadron, das ist ja nicht.
Aber haben wir die Harpunen nicht so schon? Ja, du sollst die hier diese Bombe aufnehmen. Du machst doch einen Wissenschaft. Kreis, mit der Harpunen, so. Und dann musst du die wahrscheinlich mit irgendwo. Mit der Harpune schnapp ich mir nur so einen ATST. Ja, aber wir lassen. Komm mal bitte mit mir, wir müssen das. Okay, warte, ich muss hier nur. Einfach hier drück nochmal Kreis. Ah, da hast du die. Stimmt. Und die muss hinten rein. Weiß ich nicht. Doch, doch, bestimmt. Mach mal hinten hin. Ich glaube, die muss in dieses Gitter da rein. Oder? Ja, wahrscheinlich auch nur eben. Und jetzt? Ja. Ah, sehr gut. Also, um nochmal zu Battlefront zurückzukommen. Ich finde halt, du musst halt bisschen auf dich einlässt. Du kriegst halt ein Battlefield. Für das ist das halt, glaube ich, ziemlich gut, wenn man natürlich jetzt ein klassisches, also ein richtiges Star Wars Spiel mit vielleicht Story oder was auch immer sucht, dann wird man vielleicht eher enttäuscht sein. Ne? Oh, shit. Warum was hab ich jetzt hier? Na los. Da hinten ist man in den AT-AT lassen wollen. Aber wir brauchen nochmal Bomben. Wie hast du denn hier mit den anderen noch? Ist doch Kreis. Okay. Kreis. Kreis. Oh nein! Ah, ich glaube, du musst die AT-ATs zerbomben, wenn die da am Boden sind. Ja, das glaube ich auch. Weil die so. Oh! Die ATS, jetzt haben wir hier meine Bombenaufladestation da gefährdet. Hallo? Aber ich krieg mich da nicht hingeflogen. Du musst halt nur Kreis drücken, wenn du in der Nähe willst. Mach ich. Ist hier frisch. So. Aber ich glaube, weil der ATS geht. Und weil du mir die klaust. Hey, sehr gut. Muss ich irgendwas drücken? Ja, nein. Scheiße. Und jetzt ist einfach nur noch Vogel. Jetzt aber. Das ist auch gut. Das ist besser noch. Sehr gut. Mach es ja hier unten. So. Wollen wir zum Ende kommen? Was müssen wir jetzt denn wegsprengen? Nein. Den Damm da? Bestimmt den Damm. Bestimmt den Damm. Ja, hier das Ding. Oh. Ah, da kommen wir so mit dem Tidefighter rein. Ja, das geht, das ist es. Ja. Ja. Aber nett. Also ich muss sagen, dass diese Quest hat mir schon viel mehr Spaß gemacht als... Ja, ist natürlich ein viel zugänglicheres Spiel. So. Machen wir Pause. Ja, genug geschrien. Boah, ja, schrecklich. Ne? Hat Spaß gemacht. Vielleicht. War ewig lang diesmal. Aber lasst uns, wie gesagt, lasst uns weiter wissen, was ihr hiervon haltet. Lasst uns wissen, ob unsere Idee, vielleicht mehr davon, mehr Video-Reviews zu machen, eine Schnapsidee ist. Ich schalte mal kurz aus, wahrscheinlich. Genau, die Belichtung ist dann eine andere. Ne? Also, gibt uns weiter Feedback. Ansonsten, Wir sehen uns morgen wieder. Wir sehen uns mit etwas Besonderem vom Sega. Und übermorgen natürlich auch zur Film-Review. Übernommen zur Film-Review. Bis zum nächsten Mal. Habt euch wohl. So. Ein quasi letztes Mal. Herzlich willkommen zu irgendwas mit Star Wars, bis der Film anfängt. Und der fängt hoffentlich morgen an. Der werden wir dann morgen gesehen haben und hoffentlich dann auch direkt morgen die Review hochladen. Das wird ein Abenteuer, weil wir um 0.01 Uhr sofort ins Kino gehen. Oh mein Gott. Also in die Premierenvorstellung und eigentlich beide am nächsten Tag arbeiten müssen und irgendwie noch diese Review machen wollen. Aber das ist noch keine vorgezogene Ausrede. Deswegen, wir kommen heute zu einem, mir wurde von Celi gesagt, das ist etwas sehr Besonderes. Ich habe ja wie... Es ist eher selten, also nicht mirakulös, aber eher selten. Die wenigsten Leute haben sowas und zwar machen wir einen ganz groben Kameraschwenk. Es ist der Sega Mega Drive 2 mit einem 32X Aufsatz und sogar dem, Sega Mega Drive Mega CD 2 CD, was wir nicht benutzen. Und wir nutzen es, um zu spielen
Star Wars Arcade. Die Arcade-Umsetzung, richtig. Wir haben es gerade einen kurzen Testlauf gemacht, also das Ding läuft. Mehr wissen wir nicht. Ich habe dieses Spiel noch nie gesehen. Ich habe es ebenfalls noch nie gespielt, weil ich selten Gelegenheit habe, das anzuschließen. Und deswegen ist das eine super Premiere und ihr könnt uns jetzt live quasi dabei beobachten. Dann, wo muss ich drauf drücken? Links. Links. Das ist hier links. Ich hoffe, es funktioniert. Und du hast nicht durch... Es sieht gut aus, Freunde. Wir haben, Ich habe mal zu Testzwecken das Ding mal drin gehabt und im Idealfall gibt es das als Zweispieler-Spiel, so als Gunman von wo, aber ich kann es dir nicht sagen. Wir testen einfach ein paar Spielmodi. Ich bin halt bei Sega eh komplett raus. Ich hatte einen Super Nintendo und ich hatte nie eine Sega-Konsole. Ich habe den Dreamcast geliebt, aber nicht selber besessen. Ich habe den meinem Freund gezockt, aber ich habe den nicht besessen. Ich fand den Dreamcast super. Für den ja witziger, also heute immer noch Spiele erscheinen, so selbstgemodelte. Selbstgemodelte, richtig. Aber ansonsten ist mir diese Sega-Faszination so ein bisschen durchgegangen. Guck mal, was uns erwartet, ne? 32 Bit, wir haben uns gesteigert. Vielleicht nicht so ganz echte, aber. Ein bisschen leiser, oder? Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob es wirklich smoother ist als bei dem. Das sieht schon ziemlich scheiße aus, die Schrift. Boah, jetzt hör mal auf. Ja, guck mal. Wie krüppelig die ist. Auf dem Röhrengerät wäre die nicht so krüppelig gewesen. Ich drück mal auf Start jetzt. Ey, 6 Knöpfe, ich fange mir überfordert. Wir machen aber Arcade 32X ist wahrscheinlich so ein Story-Mode. Super 32X Enhanced Star Wars with Extended and More Challenging Levels. Das brauchen wir nicht, ne? Wir machen hier beides an. Machen wir erstmal Arcade. Ich will erstmal was wegballern. Training? Doch, klar. Wir fangen erstmal mit Training an. Ja, okay. Ja, geil. Zu zweit, Freunde. Ich bin der Gunner. Ja, ich bin der Gunner. Dann start. Hoch, hoch. Sprachausgabe? Ist 32 Bit? Das ist wie eine PlayStation 1, ne? Ich hab gepaust. Kannst du irgendwas machen? Hast du noch Start genommen? Nö. Achso, ich glaube, einer lenkt dann und der andere schießt. Das ist ja, ist egal. Hat das... Ach nee, wir können beide. Fahr... Nee, ich finde einer... Warte mal, mach mal nichts. So, also ich kann lenken. Ich bin in Port 1 und ich schieße dann wahrscheinlich irgendwas. Oh. Also ich kann hier lenken. Ja, toll, Autopilot. Warte. Ja, wir kommen jetzt irgendwie in den Level. Sehr hyperraum. Also du hast, glaube ich, rechts dieses grüne Fragenkreuz. Okay. Wir sind im Anflug. Auf den Todesstern. Gib alles, Celi. Also ich kann fliegen. Kannst du ballern? Ja, ich schieße gerade. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Aber ich kann irgendwie nur unten ballern. Ach, okay, das ist invertierte Steuerung. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Okay. Also höher komme ich nicht. Ja, mach ihn fertig. Ich meine, ich finde es ja nett, dass das Training ist, aber wieso? Oh, wie verstellt ihr die Schussanrichtung? Oh, da ich hab die Pyros gefunden. War wahrscheinlich nicht so schlau. Ich hab keine Ahnung. Müssen sie höher fliegen? Ja. Ich kann nicht höher. Oh. Das ist das Höchste. Ja, das reicht ja auch normalerweise. Ah, ich habe erst diese grünen Dinger los. Das ist das. Schieß das mal kaputt, das sieht aus, als müssen wir das kaputt schießen. Nein, oh! Oh, war eigentlich nicht übel. Was fliegen wir denn, wenn es einen Gunner gibt? Fliegen wir da so ein Y-Ding? Keine Ahnung. Nee, tun wir ja nicht. Hier, das ist, ich habe immer so ein Proton-Ding losgelassen. Der Gerät. Die an sich besser? Nein, total beschissen. Ich will ins Cockpit. Ich glaube, wir trennen uns dir nach. Hier kann ich nicht spielen. Das ist unspannend. Ich hab hier auch... Ja! Shoot die Torpedos, wie sind die denn? Achso! Hast du jetzt die geschossen oder? Weiß ich nicht. Nee, ich schieß die auf... Die schießt man auf einen der grauen Knöpfe oben. Ah, jetzt habe ich die geschossen. Ja, aber ich hab immer noch nichts zerstört, oder? Ja, aber wir müssen scheiße sehen. Da, jetzt haben wir was kaputt gemacht. Ich glaube, den haben wir eh überfahren als. Nee, den muss jetzt erwischt, glaube ich. Den auch. Aber wir können das nur mit Torpedos, wir können sonst nichts. Ach, Torpedos reichen. Lass das hier, nehm das Ding mal auseinander. Schieß mal Torpedo drauf.
Oh, geil! Oh, oh, scheiße. Ich kann ja auch nach oben und unten. Okay, ich war der Idiot. Es tut mir leid. Ich habe die invertierte Steuerung auch nicht kapiert. Oh nein, ich kann ja überall hinschießen. Ach, das macht das ganze Spiel ja viel einfacher und besser. Wie traurig, ich bin so schlecht. Boah, guck mal, wie es jetzt rund geht. Ich fliege da links. Bin fast da. Ist der einzige Spruch, den ich irgendwie da immer rezitieren kann. Ja, hier ist jetzt auch nichts mehr, oder? Da, nein. Oh, zerbomb einfach alles. Ich glaube, alles, was nicht grau ist, kannst du auch zerbomben. Jetzt hast du. Oh. Highscore gemacht, ist okay. Aber kommt die Cantina hier, der Cantina-Sound. Drück mal auf Start. Oh, da war er. Rankings. Ja. Traum, wir machen lieber hintereinander, oder? Oder doch zusammen, weißt du? Ja, das war voll super. Ich bin geflogen und das geballert. Okay, dann früher, ich habe Wing Commander früher mit einem Kumpel immer gespielt. Oh, und das kommt, weil man das ja nicht zu zweit spielen konnte, ist einer quasi geflogen und der andere hat geschossen, so wie wir jetzt gerade. Voll geil eigentlich, ja? So. Ich komme hier voll schwitzen. Wenn man es erstmal raus hat. Also, okay, okay, okay. Nein, das warst du jetzt aber. Das kann man auch weh gehen. Warte, ich mach mal wie auf Rückstart. Für damalige Verhältnisse war dieses Intro natürlich. Ey, der hat gesprochen, ich war voll geflasht. Ja, hier auch dieses Sega gedreht. Voll der Shit. Der Hot Shit damals. Geil eigentlich. Mhm. 94. Wie das Superstar Wars. Also, das war jetzt quasi das so parallel ungefähr zur PlayStation 1 oder wie? Nein, das war davor. Also, das war vor dem Saturn und der Sega Saturn ist ja kurz vor der PlayStation 1 erschienen. Und dann hat die PlayStation 1 alles weggerockt. Aber das war so ein Upgrade. Also, es gab erst den Mega Drive, der war 16-Bit, das war so ungefähr genau. Super Nintendo. Genau, dann kam das CD dazu. Nee, ja, genau, das war ungefähr Super Nintendo Stärke, dann kam die CD dazu. Der Mega Drive war halt in der Farb- und Soundbereich halt nicht so geil, muss man zugeben, aber es lag halt auch an den Programmierern, okay, dass du da rausholen konntest. Und CD war dann einfach nur mehr Speicherkapazität? Genau, oder? Du konntest halt kleine Filme laufen lassen, aber du hattest leider nur die geringe Farbpalette. So, wir müssen. Paletten kann man nochmal? Ja, ich wollte nur gucken. Shoot. Aber du hast jetzt. Pilot, Joypad und Press Start to begin. Ja, dann ist Player 2. Schlacht. Und wir müssen irgendwie alle Zeit weiter zu stellen. Jetzt weiß ich es nicht. Wow, geil, Überraum, Freunde. Das Geile ist, ich kann irgendwie auch. Also, die Torpedos. 20 Stück. 20 Stück. Die Torpedos sind hier oben. Und die kann ich auch abfeuern, aber. Das auch. Wow, ja, guck mal, wir haben doch schon drei da noch. Was? Oh nein, sag das doch! Das hab ich ja eben schon gesagt. Die sind begrenzt. Take Evasion, ich muss hier ausweichen, ich muss die Basic Action machen oder so. Caution, ties behind. Ich muss versuchen, Manöver zu fliegen, weil wir sind hinter uns oder so. Jetzt suchen wir uns mal wieder an. Da unten ist also dein Radar, und da kannst du sehen, wie die Teile weiter sind. Ja. Da. Ja, den hast du gut, den hast du. Oh, da hab ich ihn noch reingeflogen. Da mit denen standen wir uns hier. Und Bomber, das war ein Bomber. Sauber. So, links. Ich bleibe an dem links dran. Wo ist der hin? So, jetzt müsste er aber. Oh! Das war ein Interceptor. So, die sind beide hinter uns. Jetzt kommt einer von rechts. Oh, die sind hinter uns, aber ich kann ja keine Rolle oder so. Ich weiß auch nicht, wie ich diese Evasive Action mache. Ich kann. Oh, ich kann einfach. Knöpfe ausprobiert, weil ich dachte, vielleicht kann ich rollen oder so. Weil der sagt mir ja die ganze Zeit, soll ich hier Evasive Action machen? Oh. Ja, den Interceptor, ey. Oh, oh. Gut, zerschossen. Ah. Wir haben so Proton-Torpedos auch wieder aufgeladen. Wie auch immer wir das gemacht haben. Haben wir eine Energieanzeige? Ist diese grüne Leiste da über unserem Schildanzeige wahrscheinlich. Wir haben ja im Gegensatz zu. Oh, das war jetzt so! Nein! Ja. Im Gegensatz zu den TIE Fightern haben wir ein Schild. Es ist ziemlich scheiße, ein TIE Fighter zu sein. Ich habe jetzt in den Comics gelernt, dass das Raumschiff von. Vader. Der hat ein Schild. Ja, aber der Special. Wow. Wie Slowdown? Wie kann ich denn aufs Tempo treten? Schieß da einfach mal. Ich habe nicht verstanden, wie ich Gas gebe. Ich lenke hier einfach nur, ne? Wie viel haben wir denn zerstört?
Ach, ich kann. Wieso hab ich eine Punktanzeige, die steht auf 0? Kann ich auch schießen? Auf welchen Knopf schießt du? Hier auf C. Ich kann auch schießen. Was? Jetzt, das heißt, du kannst lenken und schießen und ich kann nur schießen. Ja, okay, das reicht mir. Aber oh, scheiße, ich keine Schilde mehr. Oh, Ah, das ist doch gut. Aber ich kann jetzt ballern. Mach mal. Noch ein bisschen machen wir. Oh, wir ballern nochmal tot, oder? Yes, continue? Ja, ja, klar. Sie. Ich hab halt noch nicht verstanden, wie ich Gas geben will oder so, weil da stand eben, ich soll mich verlangsamen. Vielleicht muss dann doch die Perspektive ändern oder so. Ja, ja, ich such mal ein paar Tasten. Ich baller jetzt erstmal mit, das hilft dir vielleicht schon mal. Halt bereit. Oder auf hinten vielleicht verlangsamen? Ich glaube, auf hinten. Würde ich ja drücke, verlangen. Kann gut sein. Das ist ja die, diese umgekehrte Steuerungsgeschichte. Da ist er! Ja, weg vom Todesstern, nicht mehr überhaupt, ne? Das ist natürlich. Weil das viel flimsiger. Sau! Ich dreh ab! Boah, super! Was ich mich jetzt frage ist, ich will auf jeden Fall gleich den Story-Modus ausprobieren, weil wenn das jetzt der Arcade-Modus ist, gibt's dann richtig Level, durch die man durchfliegen muss? Ja. Oh, da kommt jetzt einer, da kommt jetzt einer. Ich hab immer noch... Oh! So. Boah, wir haben kein Schild mehr gleich. Fuck. Geh mal links ab oder so. Oh, das Geräusch mal an, ja. Ja, die. Da ist einer! Sauber. Der kommt jetzt von rechts ins Bild. Stell dich mal versetzt, damit die Chance größer ist. Ja, ich kann ja nur gerade ballern, genau. Aber auf jeden Fall wesentlich mehr Punkte, als wir eben hatten. Oh. Ah, sehr gut. Ah, ich glaube, ich weiß, worauf mein Gas geht. Ja, geschafft! Das hört sich nie schlecht an! Ich habe. Oh, jetzt müssen wir in den. Main Engine! Ey, Akbar, der ist nicht so nett. Nee. Voll fiese Akbar. Wow. Ich kann nur ein bisschen. Ach, da bin ich ja. Also ein bisschen hoch und runter kann ich ja auch. Hilfe! Hilfe! Wir müssen aufpassen, dass ich diese Ramme hier. Du bist schlecht. Das ist ein bisschen anstrengend für die Augen, ne? Oh oh. Wie hieß das nochmal? Star Fox, ne? Stimmt, stimmt. Das hat mich ein bisschen an Star Fox. Star Fox war aber geil. Noch einen Punkt? Nee, nicht noch, ne? Wir wollen ja den Story-Modus jetzt noch mal ausprobieren, ne? Als letztes. Ja, dann noch. Oh, was? Oh nein, wer. Niemand! You underestimate the power of the dark side. Immer kriegen wir am Ende Schimpfe von Vader. Das ist echt gemein. Ja, der fiese Mann. Ah, da sind wir am Ende irgendwo. Ich glaube, der Triple A. Ja. Ja, so. Voll abgefahren, dass ich in den Sega-Symbol noch mal von der. Das ist ja schon mehr Rechenleistung als den ersten jemals hatte. Da darfst du epileptisch nicht veranlagt sein, ne? Gab es vor dem NES? Also gibt es ältere Star Wars Spiele als auf dem NES? Also noch, ja, Atari 2200 wollte ich eigentlich mitbringen, aber der hat noch Antennenstecker und den wirst du nicht haben. Aber da war ich zu faul, den Videorekorder mitzunehmen. Das kannst du so drücken. Ah, okay. Also jetzt 32 ist Power, Freunde. Aber ich glaube, das ist nur der Unterschied, dass. Warte, können wir hier Y-Wing. Auch... Y-Wing, ich will Y-Wing. Ja, wenn man Pilot und Gunner, wie wir das hier wollen, dann kriegt man automatisch, weil da sind zwei in der Crew, Freunde.
Der hat auch 8 Units und 7 Lasers, ey. Ich warte ja so ein bisschen. Tänkchen! Ich warte ja so ein bisschen auf dem Splitscreen, auch ein bisschen, aber wahrscheinlich. Ihr Fool! Der wipet hier sowas von aus. Ah, jetzt ist auch, guck mal, andere Hintergründe. Hier ist jetzt, hier sind jetzt, hier sind jetzt, Meteoriten. Ja, genau. Oh, da weggepustet. Da links, nach links. Okay, ja, das andere links. Wie die fliegen, wirklich. Sind schon ganz schön arme Säue, wenn die keine Schilder haben. Mein Lieblingslied dann immer noch bei Wing Commander, das übrigens. Das war auch eine Zeit lang waren Raumschiffspiele, der Shit, ne? Ja, aber auch ausgelöst durch dann gab's Joysticks und jeder hatte Joystick und hat irgendwelche Raumschiffspiele gespielt. Und das Genre ist ja total gestorben, ne? Ja. Wobei hier dieser eine Typ, der Wing Commander gemacht hat, der macht doch jetzt per Crowdfunding, macht doch jetzt so ein Weltraumspiel, wo du das, was man eigentlich schon immer wollte, wo man quasi ein Raumschiff spielt hat und dann kann man aber damit auch landen. So. Und dann aussteigen und dann spielt man Shooter. Also ein Weltspiel war, so ein universelles. Ja, ja. Und auch für die PlayStation kommt dieses No Man's Land raus, wo man auch durch so einen Planet. Wow! No Man's Sky heißt das. Das sieht auch total super aus. Das ist so ein Indie-Spiel, also mit so ein bisschen stilisierter Grafik und jetzt nicht so High-End, wo man dann auch Planeten erkunden kann, dann darauf so Ressourcen, aber du kannst halt auch durch so einen riesen Weltraum fliegen. Das ist richtig cool. Wir haben auch kein Schild mehr. Ich komme nicht mit dieser umgekehrten Steuerung hier. So richtig klar. Nicht ehrlich. Und, aber das war früher voll das Genre. Jetzt kommt zum Beispiel Ace Combat, kommt jetzt ein neuer Teil für die PlayStation 4 raus, falls du es noch kennst. Das war ja Kampfjet. Das war aber auch so Arcade, also eher. Ja, ja, es war jetzt keine Simulation. Nee. Das war nicht super. Da kommt jetzt der 7. Teil oder so für die PlayStation 4 raus, jetzt vor ein paar Tagen angekündigt worden. Irgendwie ist das gerade ein bisschen langweilig. Hier sind keine Gegner mehr, wir haben keine kaum noch Energie, aber hier passiert auch. Oh, da kommt einer! Oder hätte kommen wollen. Ja, wo ist der hin? Da ist er ganz weg. Ah, da ist er! Nix! Hinter uns! Aber ich kann... Baron Rollin! Boah, du sagst das nicht. Anakin hat das doch in den ersten Tag gesagt. Rollen ist immer eine gute Idee. Das kenn ich auch nur auf Star Fox. Baron Rollin. Maul, Anakin. Shut up. So, jetzt der Kampf musste mir doch jetzt... Ja. Jetzt haben wir... Ah, ich hab wieder umgekehrt. Ja. Ach, das hat so lange gedauert, weil das wahrscheinlich der letzte Gegner war. Ja, versteckt. Boah, Hyperraum, Freunde. Hyperraum. Boah, ist so schlecht. Jetzt sind es wieder 20, die wir wegballern müssen. Stell dir mal vor, Alter, du hättest damals irgendwie so deine 350 Euro, also Mark, für dieses Ding ausgeben müssen und hättest da sowas gespielt. Ich weiß nicht, ob ich glaube, du darfst es nicht unterschätzen, wie geil man das wahrscheinlich damals gefallen hätte, weil das irgendwas gewesen wäre, was man noch nie so gesehen hat. Also Star Wars auf Mega, gab es ja auf dem Mega Drive leider nicht. Also wie gesagt, es gab so einen Teil für den... Das Master-System, aber für den Mega Drive. Nee, halt auch im Sinne, guck mal, man kann das zu zweit spielen, das war schon total geil. Also für Super Nintendo war ich immer richtig happy, wenn du spielst. Deswegen habe ich Secret of Mana auch, glaube ich, so geliebt. Also ist eins meiner Lieblingsspiele. Du konntest es halt zu zweit oder sogar, wenn du eins von den reichen Kindern warst, das diesen Multistecker hatte, dann hättest du sogar zu dritt spielen können. Hattest du den zufällig? Nee, hatte ich nicht. Multistecker. Weißt du, dass du 4 Controller anschaust? Aber ich habe es mal ausprobiert, aber es war kacke. Aber auf dem NES, dem alten NES, da haben wir in der Cobra noch irgendwie später uns sonntags abends getroffen und Fußball gespielt. Das ging. Aber mehr als 4 Leute für FIFA war es interessant. Nein, konzentrier dich, du musst die Leute zerstören. So. Dann frag mich nichts. Das ist praktisch. Eigentlich musst du nur nichts machen und ballern, weil die kommen irgendwann einfach vor dich geflogen. Auch schön natürlich, woran man auch merkt, dass das ein altes Spiel ist, es gibt tatsächlich halt ein Zeitlevel, ne? Es ist halt das Arcade-Spiel. Also, okay, jetzt spielen wir die 2x2-Hände, aber es ist ein... Aber was ist der Unterschied? Da musst du einen Nutzen einwerfen. Der Unterschied war einfach, dass es mehr Level sind. Weil der Arcade-Variant. Weil der Mario, den wir jetzt spielen. Haben die nochmal gepinnt. Können halt. Es gab auch Doom hierfür, ne? Verpasst. Können wir auch nochmal spielen. Kommt auch ein neues raus, Doom 4.
Ich habe drei schon aufgegeben, obwohl. Ja. Ich war jetzt auch nie so ein Fan vom Original. Wurde mir immer schlecht, wenn ich dann gespielt habe. Sauber. Ich hab den eigentlich noch mehr was. Nee, du hast ihn, glaube ich, mit diesem Blaster da, mit diesem Torpedo. Photonentorpedo weggeblasen. Mr. Later! Photonen wird es denn. Dann ist er wort. Fuck, ey. Du bist schneller, das ist doch. Der ist zerstört. Ja, meinst du. Ha! So, meinst du, jetzt dürfen wir nochmal Todes, oder mal den Stern so schnell angreifen? Weiß ich nicht. Nein. Aber das kann ja nur so weitergehen, nur mit anderen. Vielleicht ja, aber eben durften wir doch auch in den Stern zerstören. Also ich muss gestehen, langsam wird das ein bisschen langweilig. Ja, wir machen jetzt, glaube ich, noch bis zu unserem Tod. Und obwohl, der könnte ja, wieder, wir haben voll viel Schild. Wir sind halt zu gut. So mappern wir hier die Steine. Seine Weile. Ja, gleich noch drei Minütchen, dann haben wir 25 voll, dann haben die Leute genug gesehen. Ja, okay, Banner war dann irgendwas tot. Auf jeden Fall, wir können ja jetzt schon mal so sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Seid morgen auf jeden Fall dabei. Bei der gesamten Reihe. Wir möchten natürlich euch weiterhin noch dazu auffordern, lasst uns wissen, wie ihr den Scheiß hier findet. Weil vielleicht nehmen wir so Game Reviews mal auf. Ja, genau. Also wenn die Reviews, also die Rückmeldungen positiv sind, vielleicht machen wir öfter mal so ein Classic Review Ding. Das ist natürlich jetzt. Also wir werden auf keinen Fall darüber hinausgehen, das professionell zu machen oder irgendwie zu beschreiben. Ja, aber wir wollen jetzt ja auch nicht so komische Let's Play Geschichte draus machen. Wir haben das, ihr seht das ja auch am Setup. Wir haben das natürlich jetzt so gemacht, weil es authentischer ist. Aus Zeitgründen, dass man das jetzt einfach relativ easy hochladen kann. Das ist bei uns natürlich einfach zeitmäßig auch immer ein Faktor. Aber lasst uns, wie gesagt, wissen, wie ihr das fandet. Haltet die Ohren offen und die Augen auf. Auf unsere nächsten Reviews. Die nächsten Nerds to Nerds gemeinsamen Sachen sind auch schon wieder geplant. Wir haben uns ja vorgenommen, da nicht mehr immer so lange Pause zu machen. Das klappt bis jetzt ganz gut. Ja, die letzte kam auch wieder besser an. Genau, danke da auch nochmal für die Klicks. Und dann sage ich mal bis zur Review von Force Awakens, die wir jetzt runtergezählt haben bis zum geht nicht mehr. Ich hoffe, ihr seid genauso heiß wie wir. Bis dann. Oh, ich will das Schiff nochmal sehen. Warte, flieg mal hoch. Na, das sieht gar nicht so spektakulär aus. Ich kann nicht höher fliegen, also. Sieht kacke aus. Naja, ja. Macht's gut. Bis morgen.